TV Straßensound. Willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu TV Straßensound, heute aus Hamburg. Wir sind hier gerade in Grindel mit einem Special Guest, Amol Amada. Na, wie geht's dir? Alles gut? Alhamdulillah bei dir. Danke, Alhamdulillah. Heute bin ich bei TV Straßensound, Amol Amada hier, live in Grindel. Jetzt, ich freue mich auf das Interview. Ja, Mensch. Schönes Wetter. Das ist auf jeden Fall hier deine Hood. Meine Hood. Hier du hast du viele Geschichten erzählt. Genau. Sind auch sehr viele Geschichten geschrieben worden. Meine ersten Videos. Ja, Mensch. Hier bin ich aufgewachsen, alles erlebt und jetzt gehen wir zum Interviewort. Genau, so machen wir. Ich freue mich, Bruder. Bis gleich, meine lieben Freunde. Ciao. Die Kunden liebten mich. Ich war immer so sympathisch. Und ich war ja umgeben von Bonzen. Du bist Amo, du bist jetzt Richter und da sitzt jetzt der junge Amo vor dir. Was hättest du ihm gegeben? Auch so lang. Hm. Ein Jahr so. Lern draus. Ich teile gerne. Das ist sehr wichtig, auch um meinen Glaube, ne? Ja. Nur wenn es um meine privaten Sachen geht, ich vertraue niemand. Ich bin ein sehr skeptischer Mensch, sagen wir mal so. Wurdest du oft enttäuscht? Es gibt keinen Freund und Helfer außer Gott. Wie geht der Chef mit mir um? Was soll das? Für 800 Euro schreit er mich an, als wäre ich ein wertloses Stück Scheiße. Nee, das mache ich nicht. Ich suche mir jetzt einen Großdealer und mache 25 Gramm Krise lieber. Würdest du sagen, Rap und Hip-Hop ist ein Fehler? Für dich? Man bringt sehr viele Leute in die Irre. Das ist mein Ego, schiebt mir vielleicht im Weg, frage ich niemand nach Hilfe. Mhm. Und nenne niemand Abi. Mein einziger Bodyguard und mein einziger Herr ist mein Gott. Wenn man Selbstkontrolle hat, ist man unbesiegbar, unkontrollierbar. Und ich arbeite daran, Bruder. Seit Jahren. Natürlich, ich bin nicht perfekt. Ich bin auch ein Heuchler. Aber ich arbeite dran. Ich kämpfe dafür. Ich liebe Selbstkontrolle, Bruder. Oder das System will mich kontrollieren. Lass mal. 99% leben so, ich bin von den 1%. Ich will anders sein als alle. Da kam eine schwarze Kreatur, ohne Gesicht, kann ich nicht sehen. Er hatte Anzug an, ganz schwarz. Ich weiß nicht, ob man darüber reden darf, weiß ich nicht. Gerne, natürlich. Er saß sich neben mir langsam und hat mich runtergedrückt. Sehr, sehr doll. Okay, Freunde, jetzt sind wir hier in der Lounge, damit wir ein bisschen unsere Ruhe haben und ein wundervolles Gespräch hinbekommen. Wir waren gerade im Grindel. Genau. Erstmal, was ist das für eine Ecke? Ich habe ja auch eine Zeit lang in Hamburg gelebt. Okay. Da ist die Uni in der Nähe. Mhm. Und es ist mitten im Herzen von Hamburg. Bruder, wir sind umgeben von, sagen wir mal so, reichen Häusern. Mhm. Ist eine gute Gegend. Hamburg-Mitte direkt. Man kommt überall hin in 5 Minuten. Okay. Reeperbahn, Sternschanze, Alster. Aber die Hochhäuser sind Sozialhäuser. In Zeitung stand ja auch, die Sozialhäuser sind umgeben von den reichen Häusern. Ist ja nicht verkehrt, so ein bisschen soziale Durchmischung, dass genau. Arm und Reich nicht komplett voneinander auseinander genau. sind, sondern mit integriert werden und dann auch die Chancen haben, aufzusteigen. Mit diesem Interview wollen wir natürlich über die ganzen Themen auch reden, aber da das unser erstes TV-Straßensound-Interview ist, lass uns erstmal über dich persönlich reden. Alles klar. Was bedeutet Amol Amada, Amol Amada und wie spricht man den Namen aus? Amol Amada. Amada. Also der Name ist entstanden im Knast, im Jugendknast, als ich 15 war, 15,5. Da war ich in Hanoi versandt. Wo ist das genau? In Finkenwerder, glaube ich, da irgendwo. Ist lange her. Und da war so ein Kolumbianer und der war Hausarbeiter. Und damals hieß ich so Amo Apache, ne? Wegen dieser Helikopter Apache damals. Ne? Da habe ich auch schon ein bisschen gerappt, auch Spaß. In der Schulzeit und so. Und da hättest du dich damals Apache genannt? Da hätten wir zwei. Da er mich immer Lamara genannt hat, ich wusste nicht, was das heißt. Ich bin zu ihm gegangen, er konnte nicht so gut Deutsch, sein Akzent so, mit Akzent. Und er meinte dann, ich meinte dann zu ihm, was heißt Lamara? Er meint Ameisenbande. Ich meinte, warum nennst du mich so? Er sagt, weiß ich nicht, steht dir. Okay. Ich hieß Amo, ich habe mir meinen Spitznamen gegeben, yeah. Ich heiße ihn echt Ahmed. Und er meinte immer Lamara, dann dachte ich mir, Digga, das hört sich geil an. Mhm. Und da war ich noch jung. Machen wir Amol Amada draus und so bin ich in Business reingekommen, in Rap. Hab mit Amol Amada angefangen und jetzt ist der Name geblieben. Also war das die Hintergrundgeschichte zu deinem Namen? Das hat zu mir gepasst, weil ich dachte, wir waren immer so 20, 30 Jungs in der Gegend, wir haben gechillt und Ameisenbande, du weißt ja. Okay.
Jetzt verstehe ich auf jeden Fall. Genau. War das damals auch schon dein Rapper-Name? Hast du da auch schon Musik gemacht? Oder warst du der Name von irgendwie, ey, ihr seid eine Bande, ihr seid eine Crew und ihr seid, keine Ahnung, ihr seid verrückt? So. Ich habe einfach mit dem Namen angefangen, direkt zu rappen. Und ja, bin direkt mit dem Namen reingegangen in den Biss. Hab gerappt. Schon, wo ich 15, 16 war. Ja. Wo bist du aufgewachsen? Wo bist du geboren? Aus welcher Ecke kommst du? Ist dieses Grinde auch dein Geburtsort quasi? Nee, ich bin in Teheran aufgewachsen, bin mit zwei Jahren hergekommen. Mhm. Waren wir Asylheim in, ich glaube, Elbgaustraße war das. Da war so ein Asylheim damals. Und dann sind wir langsam irgendwie nach Krümmel gekommen, in den Hochhäusern. Und ja, da bin ich dann aufgewachsen und da hat der ganze Scheiß angefangen. Ich habe natürlich im Vornherein dieses Interviews deinen Namen gegoogelt, eingegeben bei YouTube, Facebook etc. einige Berichte gefunden. Und das Erste, was man über dich findet, sind Bildberichte, Mopo-Berichte. Viele große Zeitungen haben über dich geschrieben, aufgrund von deiner Vergangenheit. Okay. Wie gehst du mit diesen ganzen Sachen um, dass das quasi das Erste ist, womit die Leute konfrontiert werden, wenn sie deinen Namen eingeben? Für Musik ist das sehr gut eigentlich, sage ich mal so. Für Streetrap auf jeden Fall. Ja, für die Familie ist scheiße, für Streetrap ist gut. Ich habe auch selber Schuld, ne, natürlich. Die haben mich angeschrieben, ich habe gesagt, ich war dumm, jung, naiv. Obwohl man da gerade Geld macht am Blog, haben die mich angeschrieben und gesagt, komm mal her, du bist interessant, wir wollen gerne mit dir ein Interview führen. Und das war mein Fehler. Seitdem ist alles bergab gegangen. Natürlich, ist ja selbstverständlich, ich war Titelblatt. Erste Seite ganz groß, nicht nur einmal, sondern 6-7 Mal. Und ja, man macht Fehler, man lernt draus. Wie alt warst du da, als du die ersten Berichte bekommen hast, die das erste Mal über dich geschrieben haben? Ich glaube 19, 18,5, 19. Nee. Ich glaube, du warst viel jünger. Ja. So, du warst ja zum ersten Mal, glaube ich, im Knast mit so 15, 16. Ja, aber da war noch keine Zeitung. Okay, da war noch keine Zeitung. Nee. Mit 19, glaube ich, war Zeitungsartikel, so 20, 19, 20. Was wollten die von dir? Warum haben die dich so in den Mittelpunkt gedrückt und was war für dich die Intention, dass du gesagt hast, ja, ich möchte jetzt vor Kamera treten? Das Ding ist, Grindel ist jetzt nicht die größte Ghetto-Gegend, die man kennt. Und die Nachbarn haben sich immer beschwert, Polizei angerufen. Alle, es hat immer nach Rauch gerochen, nach Gras, nach Haschisch. Blutflecken da im Treppenhaus, da, wir waren immer laut nachts, Keller haben wir Scheiße gebaut und die Nachbarn wussten das. In einem Hochhaus wohnen 1400 Leute und das sind 14 Hochhäuser. Wenn du spazieren gehst, dauert das 10, 15 Minuten, bis du am Ende ankommst. Sagen wir 10 Minuten. Und die Leute haben sich beschwert, weil ich den Namen, den Ruf von Grindel mäßig kaputt mache. Junge, die Nachbarn. Zeitung hat gepostet, ist Grindel wirklich so kriminell, wie das dargestellt wird? Und das hat jeden gestört. Viele in Hamburg, viele Nachbarn. Die haben auch Interviews gegeben, die haben es versucht gut zu reden. Aber guck mal, wenn du YouTube eingibst, Grindelhochhäuser, da gibt es Scheißberichte darüber. Oder Zeitungartikel, nicht nur wegen mir, auch wegen den Grindelhäusern. Innen drinne was abgeht, Kakerlaken und dies und das. Ja. Und deswegen fanden die das interessant, dass die wussten ja, was ich mache. Weil ich so dumm war und das in meinen Rap-Videos gezeigt habe. Mäßig, sagen wir mal so. Die wussten, was ich mache, aber ich habe schlau gemacht. Am Anfang. Da waren immer Full-Civis, Leute, die mich beobachtet haben, aber immer wenn die mich festgenommen haben, haben die nichts gefunden, weil ich ein System aufgebaut hatte in Grindel. Wie sah das System aus? Ich wollte damals übertreiben ein bisschen, ich habe zu viel Frankreich-Filme geguckt. Einer wartet oben, einer pfeift auch hoch aus, einer ruft mich an, wenn jetzt Bullen reinfahren und so. Aber hat nicht geklappt. Du weißt ja, nicht alle wollen den kriminellen Weg nehmen. Deswegen habe ich mir selber ein System aufgebaut. Ist eine lange Geschichte gerade. Ich habe im Keller angefangen. Die Kunden kamen von vorne rein. Ne? Die Tür war schon unten, weil ich da was reingetan habe in den Griff. Die haben dreimal an so eine Tür geklopft, dann wusste ich, das sind dreimal müssen die klopfen, Zeichen. Dann habe ich die Kellertür aufgemacht, die haben die Ware geholt und jeden Kunden habe ich anderen Eingang rausgeschickt. Wenn du mal in meinem Keller bist, gibst du 10 Ausgänge, damit das nicht auffällig wird, weißt du? So habe ich die mal rausgeschickt. Und wenn mein Keller heiß wurde, habe ich von zu Hause, während ich PlayStation spiele, habe ich so 3 Smarts gehabt, ne? Und jeden Smart so andere Grassorte. Und wenn du den Funkschlüssel an Kinn hält,
dann kommt so ein Signal. Egal wie weit du bist entfernt, also dein Signal geht auf. Kennst du das? Wenn du Schüsse an den Kopf fällst, dann geht das auf. Ja, geht auch. Ich habe letztes Mal sogar ein Interview dafür geguckt, ne, Vortrag, die haben darüber geredet. Und wenn du das hier hältst, geht das auf. Und ich hatte so Stammkunden seit Kindheit, ne? Auch wenn ich immer Knast reingegangen bin und rausgegangen bin, ich hatte immer Handys kopiert, die ganzen Nummern kopiert. Auch wenn ich ein Jahr weg war, die Kunden liebten mich. Ich war immer so sympathisch und ich war ja umgeben von Bonzen. Ja. Verstehst du? Roter Baum etc. Verstehst du? Eine der tollsten Gegenden genau. In Hamburg, Hallerstraße etc. Genau. Da ist die Uni, da genau. Ist... Und das kommt jetzt vielleicht komisch rüber, aber ich hatte eigentlich keinen Kanaken als Kunden, sagen wir mal so. Die Kunden waren natürlich Stammkunden, wo ich weiß, die klauen nichts. Ne? Die steigen in ein Auto ein, die schreiben mir SMS, ein Wort, dann weiß ich, er ist beim Auto. Er schreibt nur ein, also der erste Buchstabe, dann weiß ich, welches Auto er will, welche Sorte. Die wussten ja alle schon. Und er steigt in ein Auto ein, tut das in Schließfach, das Geld, nimmt sich ein paar Tüten und geht wieder. Krass, also, so Vertrauen war. Automatisiert, ist wie ein Automat gewesen. Genau. Da ist ein Smart. Da genau. Ist dein... Weil es so heiß war draußen. Also die Bullen wussten, was ich mache. Da musste ich irgendwas neu erfinden. Und ich dachte mir, Digga, geile Idee. Kann man machen. Hat gut geklappt. Während ich PlayStation spiele, habe ich das Geld verdient. Einer der ersten Grasautomaten in Deutschland. Genau. Ob das in Zukunft legalisiert wird. Kennzeichen waren noch geklaut. Keine Ahnung, Bruder. Krass, Alter. War geile Zeit. Wir sind ja vorhin auch über deine alte Gegend rübergeflogen mit der Drohne. Ja. Man sieht, dass es so ein U aufgebaut ist. Okay. Und dass es wirklich sehr, sehr lang ist. Und man sieht ja schon, wenn einer reinfährt, genau. So, das Verstehst kannst du wirklich so abchecken, so Barrio-mäßig. Genau. Da ist ein man neuer weiß genau, wenn reinkommt, um einer Zeit zu flüchten. Mhm. Und so einfach kommst du ja nicht rübergefahren, also, nee, wenn du jetzt kein Flugzeug hast. Genau. Aber ich weiß nicht, ob ich das erzählen darf. Da war so ein, die Bullen wussten, dass ich das mache. Mhm. Und da war so ein Zivi, er meinte, du machst das. Der hat mich gepackt im Keller. Wir waren gerade so 10 Jungs im Keller, alle sind geflüchtet. Er hat mich gepackt an die Wand, aber richtig doll. Mhm. Da waren wir jung, ne? Er sagt, wir wissen, was du machst, aber die Nachbarn kennen dich jetzt mittlerweile, ne? Und bitte mach keine anderen Straftaten, ne? Es kam mir komisch vor, das war noch vor Zeitung. Und lass keinen anderen Dealer hier rein. Dann dachte ich mir, okay. Ich sage, ich mache gar nichts. Was wollte ich? Ich bin im Keller, ich verkaufe gerade hier Tische und Schränke, Ebay-Sachen. Er sagt, zeig mal. Er wusste das schon, ne? Ich bin ausverkauft. Ja. Und ja, komisch war das. Er sagt, krass. Mach keine anderen Straftaten, sonst holen wir dich. Du sollst der einzige Dealer hier bleiben. Und die Nachbarn finden dich sympathisch, aber auch, die wollen dich loswerden. Aber bis jetzt kam noch nicht jetzt so Schlimmes, nur Beschwerden wegen deiner Geschichte und deine Rap-Sachen, was du im Keller machst. So von wegen, übertreib nicht mit dem, was du tust. Genau, weil sonst holen wir dich. Eine Straftat dazu, dann holen wir dich. Die Geschichte ist gar nicht mal so weit weggeholt, weil man kennt ja oft irgendwelche, man läuft die Stadt, du siehst da Dealer. Mhm. Und die siehst du da jeden Tag. Mhm. Die werden jeden dritten Tag mal gefilzt und übermorgen stehen die wieder da. Genau. So, die haben oft so kleine Mengen bei sich, dass die Bullen auch denken, Alter, genau. Lohnt es ja gar nicht bei ihm zu kontrollieren. Genau. Er hat so seinen Eigenbedarf. Genau. Verkauft das für 20 Euro und dann so, was sollen wir jetzt tun? Und im Keller das Gesetz ist halt schwach genau. In Deutschland. Genau. Noch eine weitere Geschichte mit irgendwelchen Bullen ist bei dir auch auf jeden Fall viral gegangen. Du saßt ja auch bei Black Panther, bei dem Bro, der ist, glaube ich, gerade auch im Knast, ist gerade wieder auf dem Weg rauszukommen. Black Panther, ja. Schöne Grüße auf jeden Fall. Schöne Grüße. Da hast du dich irgendwie mit Bullen gekloppt. Wie ist es dazu gekommen? An der Hallerstraße. Was bringt denn dazu, sich mit Bullen zu schlagen? Ich bin an der Hallerstraße, mein Kunde ruft mich an. Einer so mit Aktenkoffer und Anzug. Und ich bin da gerade rausgekommen, frisch, nach 2 Wochen. Mhm. Ich Dummkopf, Haftverschonung kurz. Und direkt wieder losgelegt. Fang wieder an zu dealen. Ich habe mich draus gelernt. Ich wusste nicht, dass ich abgehört werde. Und die Bullen, die mich schon davor, sagen wir mal, kaputt gehauen haben, ne, die hassen mich, die haben mich wieder festgenommen, an der Hallerstraße zu 5, maskiert, laufen auf mich zu. Der gibt mir Ellbogen von rechts, einfach ein Ellbogen gegen mein Kinn. Und ich dachte irgendwie, das sind Feinde oder so. Weil ich habe nicht richtig gesehen, das war Schockmoment. Ne? Ich habe denen das auch erklärt am Ende, ne? Später. Und habe ich einfach zugeschlagen. Und auf einmal 5-1. Und am Ende natürlich verloren. Aber die Staatsanwältin hat gesagt, diese Straftat wirst du bekommen. Körperverletzung. Du hast gegen 5 Bullen gekämpft. Sie hat jetzt nicht gesagt in Zeitung gegen 5, aber da steht, Herr Ahmad Reza hat in der Hallerstraße 5 Männer zusammengeschlagen. Also ich habe schon gut gekämpft, da wog ich auch schon. Aber was sollst du gegen 5 Leute machen?
Keiner von uns ist Herkules. Am Ende bin ich schon gefallen, aber war schwer zu halten. Lass uns auf jeden Fall deine quasi Karriere und nicht nur kriminelle Karriere von Anfang an aufräumen. Natürlich der erste Fakt, dass du mit 15, 16 Jahren das erste Mal im Gefängnis warst. Okay. Woran lag das? Du warst jugendlicher Intensivtäter und es muss ja wirklich etwas passieren, dass man ein fast schon ein Kind, einen jungen Erwachsenen in Knast steckt mit diesem Alter. Was ist da passiert? Was war der genaue Tatvorwurf? Und war das quasi nur eine so Abschreckungshaft von wegen, mein Freund, wenn du so weiter in dein Leben machst, dann wirst du hier sehr, sehr lange landen. Das hat die Staatsanwaltschaft sogar gesagt, dass ich in einen 50 Cent Film gefangen bin. Dass es jetzt eine Abschreckungshaft für dich ist. Geh mal rein und dann komm. Wie lange saß du? Jugendhaft saß ich 8 Monate. Boah, so lange mit 15? 15,5. Sagen wir 16. Was hast du angestellt? Ich war wild unterwegs, full auf Testosteron, ohne Verstand. Hab nur Scheiße gebaut, hatte insgesamt 45 Straftaten am Ende. Plus ich deal noch. Hat sich alles gesammelt und irgendwann haben die meine Wohnung gestürmt. Und ja, haben die mich mitgenommen. Aber insgesamt alles, Sammelverfahren und ja, alles, Urkundenfälschung, Körperverletzung, Diebstahl, Einbrüche, alles zusammen. Ja. Deal noch nebenbei. Komplett so Outlaw. Alles. Außerhalb des Gesetzes, so ich kann machen, was ich will. Genau. Ich ziehe komplett durch und da zum ersten Mal quasi die Bremse des Staates kassiert. Genau. Hat dir das etwas gebracht oder hat dir das... Oder hat es dich noch krimineller gemacht? Weil das ist ja oft das Ding, was viele Leute nicht checken, dass wenn man einen jungen Menschen in den Knast reinsteckt, es auch komplett in die andere Richtung gehen kann. War das für dich abschreckend, der Knast? Bruder, ich war jung. Ich war ganze Zeit eingesperrt. Ich hatte keinen Fernseher. Nur der Hausarbeiter hatte Fernseher. Das war scheiße. Ich habe ganze Zeit mit meiner Fantasie gespielt, dass ich draußen bin, Augen zu. Ich bin da unterwegs, da. Du musst ja irgendwie die Zeit vergeuden und mein Radio war kaputt. Ich musste immer mit Empfang, mit dieser Gabel irgendwie hinbekommen. Das ist ja auch Dorf, keine Ahnung, wo das ist. Arsch der Welt. Und ja, war schon scheiße. Aber man hat Leute kennengelernt, mit denen ich auch vor 2 Jahren, habe ich keinen Kontakt mehr mit denen, aber so lange befreundet war jetzt. Und ein paar Leute, die ich damals schon kannte, saßen jetzt mit mir im Knast vor 3 Jahren. Also der Knastfluch. Es sind immer die gleichen Leute irgendwie. Man sieht immer die gleichen Leute. Man sieht sich mit 16 im Knast, mit 20, mit 23 im Knast. Jeder kennt jeden. Sagst du, die Strafe damals war angemessen und richtig? Wie hättest du dich, wenn du jetzt der Richter wärst, wie hättest du dich bestraft in dem Alter? Ja, nee, du bist Amo, du bist jetzt Richter und da sitzt jetzt der junge Amo vor dir. Was hättest du ihm gegeben? Auch so lang. Ein Jahr so. Lern draus. Obwohl, ich hatte schwere Zeit damals und ich war richtig im Film. Ich war halt wild unterwegs und das war eine andere Zeit damals. Ne? Wir hatten nichts, wir hatten gar nichts. Probleme nur. Ich habe Schule geschwänzt die ganze Zeit. Ich hatte einen Monat die gleiche Hose an. Diese Picaldi mit goldener Schrift hinten. Und ein paar Leute haben sich lächerlich gemacht und Kühlschrank war leer. Zu Hause Streit. Gürtel wird auf mich, Schuh wird auf mich geworfen, wach auf, geh zur Schule, ich geh zu Kollegen, nebenbei und schlaf weiter. Ich musste irgendwas machen, weil wenn ich habe schon früh Vollzeit gearbeitet, ne? Schwarz, was? Ne? Überall. Ich habe versucht, Barkeeper, da, überall, wo ich konnte, schwarz gearbeitet und das war nicht mehr als 800, 900 Euro damals. Erinnerst du dich noch die Zeit, wo man 6 Euro oder so bekommen hat? Ja. War das offiziell 6 Euro oder so? Weiß ich nicht mehr. Ja, so ein bisschen vor einiger Zeit, ja, genau. Für 6,50. Da war so. Ich so Pizza Hut-Fahrer, aber mit E-Spec-Tasche und Beutel drin, viel Grastüten. Damit ich nicht auffällig werde, weißt du, weil nach Knast, nach 16, kam ich heraus, habe wieder gearbeitet. Dann dachte ich mir, ich muss jetzt 2-3 Mal die Woche arbeiten, sodass der Staat denkt, guck mal, er arbeitet, er will sich ändern. Aber nebenbei habe ich noch E-Spec voller Grastüten, nebenbei ich Pizza liefer, habe ich noch weiterverkauft, aber dann habe ich... Zurzeit sind sie Lieferando-Fahrer, habe ich gehört. Und wo es besser wurde, wo das Geschäft besser wurde und ich gut verdient habe, wird man faul und undankbar. Habe ich alles aufgehört und dann wurde ich wieder wie damals so. Ne? Genau, das ist jetzt die konkrete Frage. Warum wurdest du genau kriminell? Was hat es dazu gebracht, dass du diesen Weg eingeschlagen bist?
Gab es so einen Punkt, wo du im Nachhinein sagst, ey, das war der Punkt, wo ich kriminell wurde? Das war das erste Mal, wo ich die Linie überschritten habe? Mit 14,5 habe ich angefangen, 25 Gramm Krise Gras von jemandem zu nehmen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, warum, Bruder. Armut, bist du darauf gekommen? Stress, Probleme. Dann dachte ich mir, komm, mit 25 Gramm macht man damals, war das so 100 Euro. Komm, wer merkt das schon? Ich mache das in der Schule, Fußball. In der Kabine hat es immer nach Gras gerochen. Der Trainer, ich habe Verbot bekommen, rausgeschmissen. Die haben auch gehört, dass ich im Knast war, Vereinverbot. Ich habe einfach überall, ich hab mit Kapuze überall auf der Straße gestanden, mit dieser Lederjacke von Alpha. Mhm. Alpha-Zeichen umgekehrt. Mit E-Spec-Tasche, auf Kiez, überall war ich. So habe ich Kunden gefunden, Mann. Man war ja jung, weißt du? Mhm. In diesem Alter und über 20 kann man das ja nicht machen, draußen stehen. Mhm. So habe ich meine Kunden gefunden. Ich weiß nicht, Bruder, ja. Ich war nur mit Scheiß. Mein Umfeld war so. Ich war jeden Tag mit 15, 20 Leuten. Denkst du, wenn du in der Zeit... Ich hatte es satt, Bruder, sagen wir mal so. Ich hatte es satt. Diese Leute bei der Arbeit, diese Arbeitswelt, dieses System, wie die mit jemand umgehen und so. Ich hatte es satt. Ich dachte, es gibt auch einen anderen Weg. Komm, ich zieh das durch. Ich bin so ein Mensch, wenn ich was mache, mache ich das zu 100%. Auch mit meinem Rap, weißt du? Ich habe bis jetzt, bis heute alles selber gemacht. Alles selber investiert, alles selber geplant. Nie von rechts und links Hilfe geholt. Immer. Ich habe gesagt, ich mache es alleine, ich schaffe es alleine. Natürlich, Rap habe ich ein bisschen die Karriere kaputt gemacht wegen meinem Knast. Zeit, insgesamt 5 Jahre. Immer rein, raus, rein, raus, rein, raus. Natürlich wird man ein bisschen out. Aber ja. Was denkst du, woran liegt das, dass du quasi alles in deiner eigenen Hand haben willst und nichts abgeben möchtest? Von deiner Kompetenz oder von deiner Macht? Warum hast du immer gesagt, ey, so kein anderer soll mich vorlabern, ich mach mein eigenes Ding? In der Musik, im Business etc. Und ist vielleicht nicht genau das der kleine Fehler, dass man auch ein bisschen so abgibt einfach? Jetzt nicht so, dass du bist kein, ich will jetzt nicht sagen, dass du ein Typ bist, der nicht teilen will, sondern so einfach so Kompetenzen abgeben. Ja, nee, du bist Musiker, mach du mal bitte meine Produktion, mach du mal bitte meine Social Media. Mhm. Warum alles aus deiner Hand? Was hast du Angst zu verlieren? Ist nicht Angst zu verlieren, auf gar keinen Fall, nur vielleicht steht mir mein Ego in den Weg. Vielleicht ist es eine Krankheit von mir, aber ich teile gerne. Das ist sehr wichtig, auch um mein Glaube, ne? Ja. Nur wenn es um meine privaten Sachen geht, ich vertraue niemand. Ich bin ein sehr skeptischer Mensch, sagen wir mal so. Wurdest du oft enttäuscht? Es gibt keinen Freund und Helfer außer Gott, sage ich mal so. Die Sachen passieren, sodass ich mich zu Gott wende, Punkt aus. Wenn Gott das sagt, dann ist das so. Was wollen wir über Freunde reden? Wir wissen ganz genau die Generation und damals alles. Ist am Arsch. Und ich vertraue niemand, weil ich mag auch nicht, wenn Leute denken jetzt, wenn der eine sagt, mach das und so. Ich mag auf niemanden zu hören. Ich will selber den Weg gehen und auf die Fresse fallen, daraus lernen und weitermachen. Sogar wenn ich mit jemandem zusammen bin, zum Beispiel eine Frau, ne, sie sagt, komm, lass mal den Weg. Nein, ich gehe meinen Weg. Weil ich will auf die Fresse fallen, daraus lernen und weitergehen. Da ist auch das Wichtigste, dass man wieder aufsteht. Genau. Und dann geht das Leben weiter und man sagt ja, man lernt aus seinen Fehlern und das macht man auf jeden Fall, wenn man den Fehler einmal begeht. Mhm. Aber wenn jetzt zum Beispiel ein Mensch kommt und sagt, schau mal Ammo, hier, das hier ist Feuer, wenn du da Hand reinmachst, wirst du dich verbrennen. So, glaub mir. So, manchmal ist es okay, wenn man sagt, okay, tamam. Ja, alle meine Freunde sagen das. Viele, viele Leute haben mich schon darauf angesprochen, guck mal, du hast Talent, du hast das Aussehen, du hast die Geschichte dafür, du hast viel erlebt, viel mehr als viele Rapper, ne? Das, was du rappst, sogar das, was ich rappe, ne? Ich sag dir ehrlich, was ich rappe damals, ich krieg selber Gänsehaut. Manchmal kommen mir die Tränen so, weil das, was ich rappe, ist, da kommen Erinnerungen hoch, weißt du? Zum Beispiel Straße im Herz oder so. Die sagen alle, komm Bruder, nimm doch mal das, geh doch mal den Weg, schreib doch mal den an, schreib doch mal den an. Ich hab's gemacht, paar Mal, auch sehr korrekte Rapper da draußen. Und mein Mixtape kommt auch bald und da sind auch viele drauf von den Newcomern, ne? Von den alten Rappern noch gar keine, aber vielleicht hole ich mir noch ein paar ran. Mal sehen, was passiert, ne? Bruder, ich frag einfach nicht. Ich frag nicht nach Hilfe.
ich höre immer das, was Gott zu mir sagt. Ich lese das und dann denke ich, komm, ich halte mich dran. Ich bin ein Mensch, ich lebe sehr nach Prinzipien und Regeln. Wenn da steht, frag niemand nach Hilfe, dann frage ich niemand nach Hilfe. Wenn alles, weil ich denke so, vielleicht ist das falsch, aber wenn alles niedergeschrieben ist, der Stift wurde abgelegt. Ich habe ein Gesicht, mit dieses Gesicht werde ich sterben. Ich gucke das jeden Morgen an und bin stolz auf mich. Wenn es nicht wert, sollte es nicht sein. Ja. Es ist doch geschrieben, warum soll ich jetzt betteln oder nach Hilfe fragen? Weil ich weiß, was ich erlebt habe, das tut mir weh. Ich habe sehr viel Schmerz durchgemacht, sehr viele Probleme hatte ich. Und dann komme ich zu irgendwelchen Rappern, ich weiß es jetzt nicht, sage jetzt keinen Namen, aber stell mal vor, die haben nichts erlebt. Und dann komme ich, er sagt nein. Weißt du, wie ich mich fühle? Okay. Du hast Angst vor der Enttäuschung. Was auch etwas Gesundes ist, selbstverständlich. So, ich weiß, wer ich bin. Ein Nein kann wehtun. Ich kenne meinen Wert. Mhm. Weißt du? Ich kenne diesen Rap-Business. Ich kenne meinen Wert. Und ich weiß, ich habe Potenzial. Ne? Aber wenn das nicht für mich geschrieben ist, dann ist es nicht für mich geschrieben. Mhm. Aber ich versuche mein Bestes. Ich ziehe das bis Ende dieses Jahres durch. Und ich weiß, es wird sich verbessern. Ich habe bis jetzt auch alleine durchgezogen. Ich habe einen stabilen Produzent, noch einen stabilen Produzent, Kameramänner. Ich habe alles, was ich brauche. Warum? Was brauche ich denn? Ja. Ich habe alles selber aufgebaut und ja. Was denkst du, warum ist es bei dir noch nicht geplatzt? Weil ich sage, du bist einer der Rapper, so, da fehlt ein Funken und es könnte durch die Decke gehen. Das sagen viele. Warum denkst du, ist es bei dir noch nicht so komplett geplatzt? Man soll Sachen nicht kleinreden, so bei Spotify viele Songs, Millionen von Klicks, bei YouTube etc., deine Videos wurden auf jeden Fall auch schon gesehen, gerade in der ganzen Straße. Oder alleine, ne? Ohne Sponsor, ohne dass irgendwelche Leute teilen. Haben mir Rapper auch gesagt, Digga, stabile Klicks. Mhm. Ne? Auch aus Hamburg die Rapper, die meinten, stabile Klicks. Ganz alleine. Vielleicht, die Generation will heutzutage sehr viel Dings hören in Rap, finde ich. Über Frauen. Sehr viel über Huren, Bitches. Schlampen, Kodein, das. Und ich bin nur der Straßenkanacke. Ich habe viel erlebt, bin in Armut aufgewachsen, habe mich durchgeschlagen, habe mich immer gerade gemacht. Ich habe meinen Fokus nie verloren. Ich weiß, was Knast ist. Ich weiß, was Tränen meiner Mutter ist. Ich weiß jeden Schmerz, aber lass mich in Ruhe mit diesen Bitch-Geschichten. Ich habe andere Sachen zu rappen. Vielleicht wollen die mehr von mir dieses hören. Ich wäre erfolgreicher, wenn ich jetzt über Frauen rappen würde. Oder über diesen ganzen scheiß Drogen, was die da rappen. Ich rap über Gras und Koks zum Beispiel. Ne? Ich rap auch über meine Vergangenheit. Nicht jetzt, ne? Habe ich ja erzählt. Ich rap nur über meine Vergangenheit und vielleicht wollen die das hören. Und vielleicht wollen die hören, vielleicht wollen die einfach, dass ich Leute anschreibe. Vielleicht fehlt mir das. Aber ich bin Stukow. Vielleicht ist auch der richtige Weg. Wer weiß, was am Ende passieren wird und Punkt was aus. Geschrieben ist, wie du vorhin gesagt hast. Aber ich weiß, ich hasse mich selber dafür, ne? Das ist der falsche Weg, ich weiß das. Ne? Ich habe sehr durch dieses Rap gelitten, ne? Weil von jedem Mensch ist selber sein Leben in der Hand. Ne? Manche sagen immer Gottes Prüfung, ja, es ist Gottes Prüfung, aber ich bin selber verantwortlich für mein Leben, weißt du? Und ich weiß, dass sehr viel schief gelaufen ist im Leben, auch wegen meiner Musik. Aber ich hasse mich dafür selber, dass ich noch Musik mache. Ich will eigentlich, sage ich dir ehrlich, aufhören. Ich habe alles schon erlebt, alles schon gesehen. Ich habe auch 3 Kinder jetzt, alhamdulillah. Und ich habe die Schnauze voll, auch von diesem Rap-Business-Game und die ganzen, was da alles drin abgeht und so. Ja, Bruder. Aber ich hasse mich dafür einfach. Ne? Mhm. Aber jeder hat seine Sünden, kein Mensch ist perfekt. Und wenn ein Mensch ohne Fehler aufwächst, sagt man so, bringt ihn Gott um, nur dass er Fehler macht und um Reue bittet. Weißt du, keiner ist fehlerfrei, keiner. Würdest du sagen, Rap und Hip-Hop ist ein Fehler für dich? Man bringt sehr viele Leute in die Irre, finde ich. Bereust du deine alten Taten und zeigst vielleicht auch mit deiner Musik auch Reue, dass du Jugendlichen eine Message mitgibst und sagst, ey, guck mal, das, was ich damals getan habe, war in der Phase vielleicht cool, aber im Nachhinein bereue ich es. Ich habe es geliebt. Weil guck mal, wie viele Leute vergiftet man mit dem Zeug, das man verkauft? Man was sagt ja, die Musik oder man, das Ticken? Man sagt ja, wenn ich ticke, wenn ich ihn jetzt Gras verkaufe und du durch mein Gras betäubt wirst und die Sünde machst, geht das auf meine Kappe. Mhm. Und so ist das in Rap auch. Die hören meine Mucke, ne? Zum Beispiel 500.000 Zuschauer hören meine Mucke und machen Scheiße. Geht auf meine Kappe. Glaube ich jetzt, weiß ich nicht. Aber sagt man so. Ja. Ne? Ja. Vielleicht soll es deswegen nicht klappen. Und deswegen will ich nicht fragen. Wenn es nicht klappt, klappt es nicht. Aber ich gebe Gas, ich habe Feuer.
weißt du? Und wenn ich was mache, mache ich es 100%. Ne? Und ja, ich bereue schon, aber ich bin auch dankbar dafür, ich sag dir ehrlich. Weil ich war damals immer mit Kopf durch die Wand, aber ich habe gemerkt, nach einer Zeit, man kann auch seinen Kopf anders benutzen auf der Straße. Aber ich bereue schon, wie gesagt, und aber ich brauchte das irgendwie, ich sag dir ehrlich. Durch diese Sachen habe ich sehr viel gelernt in meinem Leben. Sehr viel gelernt. Knast rein, raus. Ich bin der Meinung, dass ein Mann diese Probleme braucht im Leben. Weil eigentlich sind Männer dafür gemacht, im Dschungel zum Beispiel, jetzt damals jetzt. Wir leben in Natur, im Dschungel, wir gehen auf der Jagd, wir kämpfen, wir holen Essen nach Hause, wir sind Männer, ne, wir sind jeden Tag auf der, wir sind arbeiten, wir tragen. Und ich habe diesen Schmerz im Leben gebraucht, ne? Und Probleme, jeder beschwert sich heutzutage über Probleme und Schmerz und Prüfung. Ich sehe, alle sind haben Depressionen und seid mal dankbar, dass wir überhaupt in Deutschland leben, Bruder. Guck mal in Palästina, was da abgeht. Guck mal, ich schäme mich überhaupt, ne, zu rappen, wenn ich sowas sehe, Bruder. Ich schäme mich, ich hasse mich dafür. Bruder, du siehst mich auch nirgendwo, ich gehe kein Shisha, ich gehe nicht Club, ich bin kein Typ so. Ich bin ein disziplinierter Mensch, ich stehe morgens um 5, 6 Uhr auf, mache meinen Sport. Bin mit den Kindern, erziehe die Kinder. Die Freunde verstehen es auch manchmal falsch, wenn ich keine Zeit habe oder nicht rangehe. Aber wenn du ein Kind erziehen musst und deine Pflichten hast, plus Rap noch, plus Arbeit, plus das noch und das, es wird alles zu viel, weißt du? Und mir fehlt selber Zeit für mich. Yeah. Weil ich will nicht bereuen, wenn ich sterbe. Weil ich mache Augen zu Augen auf, ich bin 50. Wir sterben alleine, Bruder, weißt du selber. Alle vergessen dich im Grab. Die kommen dich besuchen. Einmal, zweimal, nur deine Mutter denkt an dich und deine Kinder. Wer ist unten mit dir? Nur noch Gott und du. Deswegen, ich habe abgeschlossen so mäßig. Ich fokussiere mich nur meine Träume und Ziele. Ich eigne mir Wissen ein und kämpfe weiter. Was sind deine Ziele und Träume im Leben? Was erwünschst du dir? Ich behalte das lieber geheim, weil man sagt, wenn man darüber redet, das böse Auge ist wahr, dann verändert man sein Schicksal. Deswegen lieber, also habe ich so gehört, ich weiß nicht, ob das stimmt. Deswegen behalte ich es erstmal für mich. Lass uns nochmal auf deine Jugend und Kindheit eingehen. Mhm. Wir haben natürlich über deinen kriminellen Weg geredet, dass du im Knast warst etc. Wie lange saßt du im Knast? Du bist mittlerweile 29 Jahre alt? 29, genau. Genau, wirst bei 30. Ja. Wie lange saßt du in deinem Leben bis dato im Knast? Weil du hast ja wirklich insgesamt, du hast ja wirklich eine lange Knastkarriere leider gehabt. Zählt offene Vollzug mit? Ja. Dann 5 Jahre. 4-8 so. Sagen wir 4-8. Was war das für eine Zeit für dich? Ich weiß nicht, warum ich nach erstem Mal nicht gelernt habe, nach zweitem Mal nicht, aber nach dem dritten Mal. Hast du jetzt gelernt? Ich bin ein ganz anderer Mensch geworden. Leute sagen sogar, man denkt, ein Instagram-Filter ist auf dich. Man sagt ja, jeder Mensch verändert sich nach 4 Jahren, immer nach 3 Jahren sagt man das, glaube ich. Okay. Ne? Ganzer Charakter, ganze Sicht und Denkweise. Ich habe alles geändert, aber seitdem ich auch Kinder bekommen habe und das alles erlebt habe, habe ich mich komplett geändert. Aber wie gesagt, ich brauchte das. Ich als Person, ich brauchte das. Leute haben mir gesagt, Gott sei Dank bist du im Knast gekommen. So wild warst du draußen unterwegs. Entweder wärst du gestorben oder du hättest jemand weggemacht. Bruder, ich war in einem Film, Hitman-Handschuh, Lederhandschuhe, Waffe hier, Waffe da. Ich war kein guter Film, sag ich dir ehrlich. Warum denkst du, bist du in diesen Film gekommen und was war dein Antrieb? Wolltest du Anerkennung, wolltest du Geld verdienen? Das ist das Problem, warum ich jetzt noch nicht aufhöre mit Rap. Sonst hätte ich schon längst aufgehört. Ich bin gewohnt, seitdem ich jung bin, dass ich Anerkennung bekomme. Das ist das Problem. Ich liebte Anerkennung. Ich liebte Adrenalin. Ich liebe Probleme. Ich liebe, dass man über mich redet damals. Jetzt nicht mehr. Jetzt interessiert mich das nicht mehr so, aber da ist etwas im Inneren. Ich merke das. Dieses im Inneren so aufzuhören ganz, dafür hasse ich mich, wie gesagt. Ja. Ich verstehe zu 100%, was du mir sagen willst. Weil ich habe ja echt sehr viel mit Rappern zu tun. Genau. Und das ist der Hauptantrieb von Leuten. So diese Anerkennung oder so, sei etwas anderes als die Masse. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich ein ganz normaler Mensch draußen wie die anderen leben würde. Ich brauche diese Anerkennung. Keine Ahnung, kann mir noch nicht vorstellen. Vielleicht irgendwann, vielleicht bald, vielleicht sogar morgen, weiß ich nicht. Aber jetzt gerade kann mir das noch nicht vorstellen. Du hast gerade viel über deine Familie, über deine Kinder etc. geredet. Ja. Wie verlief deine Kindheit und wie möchtest du
deine Kinder erziehen? Weil du gerade gesagt hast, ey, du stehst morgens früh auf, deine Freunde müssen auch mal zurückstecken, weil du musst halt sehr viel Zeit, und man sollte auch viel Zeit in die Erziehung der Kinder reinbringen. Siehst du da zwei Parallelen zwischen deiner Kindheit und was du bei deinen Kindern anders machen willst? Ich habe sehr viele Fehler gemacht, aber ich bin auch ein Junge, ne? Ich will natürlich nicht, dass sie so aufwachsen, weil ich kenne jetzt die Welt, ich kenne die Menschen, ich kenne die Welt, ich kenne die Dunja, ich weiß, wie Menschen ticken, ich weiß, wie die Welt ist gerade, ich kenne das System, ich weiß, wie schmerzhaft das ist. Und da ich Mädchen habe, will ich die so erziehen. Ist schwer zu erziehen natürlich, aber wenn du sogar aufpassen musst, wie viel die am Tag getrunken haben. Stell dir mal vor, dass alles... Ich bringe die zu Kinderturnen, ich bringe die zur Schule, ich hole die ab. Ich muss gucken, was die essen, ernähren, Zähne putzen, anziehen. Alles. Alles drum, weißt du? Und das ist auch meine Chance, sagen wir mal. Eine Aussage gab es. Wenn du deine Kinder richtig erziehst, können die dich ins Paradies bringen. Vielleicht ist es meine Rettung, vielleicht hat mir die Gott gegeben, weißt du? Und deswegen verhaue ich die Sache nicht. Deswegen fokussiere ich. Ich hasse Menschen, die Kinder machen, die das vernachlässigen. Rauchen neben den Kindern oder trinken. Komplett asozial. Geben die Kindern ab und gehen Party machen. Oder die Frauen, die zu Hause mit anderen Männern sind und die Kinder im Nebenzimmer. Bruder, warum machst du dann Kinder? Du kannst sie nicht mal erziehen. Du lässt deine Reize nicht weg für deine Kinder. Nicht mal für deine Kinder. Die Welt ist herzlos geworden. Ich verstehe das. Ich sterbe für meine Kinder. Ich springe ins Feuer für meine Kinder. Ich verstehe das nicht. Die Welt ist am Arsch. Die Generation ist am Arsch. Was hier gerade abgeht alles. Aber wir wollen nicht darüber reden, die töten sogar Kinder in Palästina. Denen ist das egal, die lachen drüber. Vergiss nicht, die Hölle ist leer. Die Leute, die sich in der Hölle befinden bald, die sind hier auf der Erde. Das dürfen wir nicht vergessen, Bruder. Wie verlief deine Kindheit? Und was waren da so die Punkte, wo du sagst... Ich war schon frisch... Erzähl. Ich war schon wild unterwegs damals. Wir waren immer 20 Jungs. Und mein Vater war der Vater von allen so. Mhm. Alle nannten ihn Baba, Baba, Baba. Er hatte immer eine Kamera dabei. Ich habe sehr, sehr viele Aufnahmen von früher. Nur Katastrophe, Scheiße gebaut. Mein Vater hat zugeguckt, wie ich mich schlage, eins gegen eins. Dann nochmal schlage gegen ein Asylheim. Ich will rutschen zum Beispiel und er spuckt auf die Rutsche. Mein Vater guckt mich an, ich gucke ihn an. Dann beißt er mich, haut mich. Irgendein Asylant war das. Und mein Vater guckt zu. Warum hat er das getan? Weiß ich nicht. Wollte dich abhärten? Oder? Abhärten. Du schaffst das, komm. Er war immer so eiskalt. Komm, steh auf. So. Denkst du, aufgrund der Erziehung bist du dann auch so ausgetickt und dachtest, dass du dir alles erlauben kannst? Ganz ehrlich, das war wegen dieses Finanzielle. Ganz ehrlich, finanziell. Und diese Streit immer. Finanziell und Streit, ich hatte es satt. Weil ich muss ja auch, wenn ich jetzt 800 Euro Vollzeit arbeite, muss ich 400 Mama abgeben. Dann dachte ich mir, wie wird das mit meiner Zukunft? Wie geht der Chef mit mir um? Was soll das? Für 800 Euro schreit er mich an, als wäre ich ein wertloses Stück Scheiße. Nee, das mache ich nicht. Ich suche mir jetzt einen Großdealer und mache 25 Gramm Krise lieber und push mich hoch. Und dann habe ich irgendwie diese Filme geguckt und wurde immer verrückter und verrückter. Welche Filme waren das? Diese Escobar-Sache. Ich habe das schon im letzten Interview erzählt, mit geklauten Kennzeichen, geklauten Motorroller auf Autobahn gefahren mit Nike-Cappy ohne Helm und Kopfhörer und Grastüte und Schafe. Scheiße. Und ich dachte, wenn Polizei mich anhält, sage ich, wie Escobar, was wollt ihr? Irgendein Knacks hat, ich weiß es nicht. Ich schäme mich dafür. Aber irgendein Knacks. Also wer, dass Gott mich überhaupt in diesen Sachen beschützt hat, vielleicht gibt es da einen Sinn dahinter, weil mit Käppi und Ballermann auf Roller, auf Autobahnen, also alles mehr schreien kann man nicht. Dümmer geht's nicht. Ja. Aber alles im Leben hat einen Sinn, ne? Das habe ich gemerkt. Krass. Wo bist du hingefahren? Wilhelmsburg, Harburg? Überall, irgendwo, wo ich Kilos bekomme. Welchen Einfluss hatte deine Familie auf dich und auf deine Karriere? Was denkst du dir? Emma. Ich war schon eine Schande für die Familie, meinten die damals, der schwarze Rabe der Familie. Meine Mutter hat sich auch geschämt. Hat das wehgetan? Auch wegen den Nachbarn. Das ist scheiße. Wie war der Moment, wo du zum ersten Mal festgenommen wurdest? Oh, da habe ich mich richtig geschämt. Die haben die Wohnung aufgeschlagen, reingekommen, mich auf den Boden gepackt, festgenommen, da war ich gerade 15,5. Und meine Mutter alle Straftaten, 45 Stück, vorgelesen.
Und ich mache ganze Zeit zu ihm so, bitte, 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 ganze Zeit. Ganze Wohnung auseinandergenommen. Ab Alsterdorf, Fingerabdrücke, dies und das, gibt es ja noch Fotos von mir. Dann hat der ganze Scheiß angefangen. Und dann wollte ich nächsten Tag nach Mallorca fliegen. Und ich wusste nicht, die wussten das. Und der Typ meinte, wo ich in Hanoi Versand ankam im Knast, er meinte, willkommen in Mallorca. Ja, geil. Das ist eine Scheiße, Digga. Willkommen am Ballermann. Genau. Der wahre Ballermann. Scheiße. Ballermann 31 jetzt, ja. Das ist hart. Das ist hart, Alter. Was war deine härteste Aktion? Ich hatte mehrere härtere Aktionen. Harte Schlägereien. Eins gegen eins habe ich viel gemacht. Krieg auch links gar keine Luft mehr. Siehst du das? Zu die Nase. Ja. Meine Nase ist ganz schief, also das geht so, so. Mhm. Narben, Narbe, 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 hier Lippe, Narbe. Schießerei. Habe ich ja erzählt gehabt, letzten Interview, aber es kamen Leute, weil die Zeitung berichtet hat, die haben, du weißt doch, wie Mopo bist. Die erzählen Scheiße, die sagen 80.000 die Woche. Mhm. Okay, es lief sehr gut. Ich konnte sehr gut leben im Leben. Aber so wie ich auch gelebt habe, so schnell war das auch wieder weg. Mhm. Natürlich habe ich auch viel gebunkert, sagen wir mal so. Ja. Nicht in diesem Land. Man sagt ja, ein Heimatmillionär in Deutschland hat es viel Spaß. Mhm. Aber was soll ich sagen, Bruder? Mhm. Schießereien, Stechereien, Schlägereien. Man wächst so auf, ne? Damals war die Zeit ja noch schlimmer. Und ja. Aber damals haben die noch alle gekämpft, Bruder. Mhm. Ich habe mich überall gerade gemacht, wo ich konnte. Weil ich habe nur ein Gesicht und ich bin ein Mensch. Ich kann nicht schlafen. Ich muss mich gerade machen. Ich stelle mich immer meine Angst, sonst wachse ich nicht. Ich vertraue mal Gott dabei, wenn ich sterbe. Ich kann vor dem Tod nicht weglaufen, Bruder. Ich kann nicht weglaufen. Warum soll ich Angst haben? Ist so alles geschrieben. Das ist meine Herausforderung und ich stelle mich diese Prüfung. Natürlich ist das wegen kriminellen Weg passiert, ist meine Schuld. Mhm. Aber dann denke ich mir immer, wenn ich sterbe, habe ich zu wenig gute Taten. Mhm. Verstehst du? Mhm. Aber mir war alles egal, ich war wild unterwegs und ich dachte immer, wenn ich Stress habe, komm, ich lege mich gegen jeden an. Ich gehe auch auf Ganze, auch zweimal abgedrückt schon. War scheiße von mir. Aber einmal wollte ich mich auch wehren, die wollten mich abziehen. Ich kam zu fünft maskiert und da musste ich schießen. Auch wenn ich daneben geschossen habe und zweimal in die Luft und dreimal daneben, musste ich schießen. Sonst wäre ich vielleicht draufgegangen oder wäre mir was passiert. Und einmal musste ich schießen wegen private Sachen. Wie findest du das, dass viele Leute denken, dass das hier Geschichten aus dem Wilden Westen sind und dass die so etwas... Paulaner Garten kommentieren, genau. Wieder und so, warum... Und dass so etwas in Hamburg, in einer deutschen Großstadt passiert. Ja, ich bin nicht stolz drauf. Warum soll ich lügen? Warum soll ich lügen? Wird das oft in Frage gestellt? Oder ja, die ist das für die Leute zu weit entfernt? Viele Leute, die hier sind, wissen, dass das die Wahrheit ist. Genau. Die haben es gehört. Ja. Aber viele kommentieren außerhalb auch Paulaner Garten, Geschichten aus dem Paulaner Garten und so. Egal was. Ich brauche niemand was zu beweisen. Ja. Ich bin nicht stolz drauf, nur ich bin ein Mensch. Ich lasse mir von niemandem was sagen. Wie gesagt, ich habe ein Gesicht und damit will ich sterben. Mit Stolz und Ehre. Und wenn ich drauf gehe, gehe ich dabei drauf. Punkt aus. Stress kommt immer. Du weißt ja, wie die Welt ist. Wie verlief parallel deine Musik dazu? Zu dieser ganzen kriminellen Karriere, zu dieser Knastzeit? Hätte ich nicht gerappt, wäre ich vielleicht nicht Knast gekommen, sage ich mal so. Das hat die ganze Aufmerksamkeit auf mich gezogen. Ach, krass. Keller abpacken. Darüber rappen. Während ich darüber rappe und angebe, und die Klicks waren damals stark, ne? Und jeder hat mich gehört. Viele haben mich gehört. Damals gab es ja nicht so viele Rapper wie heutzutage, ne? Wen gab es da so in Hamburg? Wer war alles am Start? Kalim, 187, klar. Nate sowieso. Nate. Dann auch die Obergangster, Fettes Brot, ja, Dice so King, Dandy Light, Sammy Deluxe, alles so. Sammy genau. Deluxe. Genau. Ja. Ja. Und dann gab es noch die Oldschool-Rapper, aber die kamen nie so richtig raus. Das war nur so Viertel-Rap und so. Mhm. Ja. Das ist ja gerade das Ding. Du bist Ticker, du wirst von Tag zu Tag
bekannter. Genau. Ich rap und darüber, ich rap über mein System. Moment. Und dann Leute kommen so, ey, ich hab grad deine Musik hier auf dem Kopfhörer. Die kommen, Deutsche sagen, Digga, ich hab dein Video gesehen, geil und so. Aber ich nenne mich ja Klaus, ich heiße Klaus wegen so. Da bist du nicht mehr Klaus, da bist du Amo. Die Leute dachten aber wirklich, ich heiße Klaus manchmal. Okay. Ich dachte mir, hä? Die kommen zu mir alle, hey Klaus, privat so draußen, hey, wie geht's, alles gut? Ja, gut und dir? Die fanden mich immer sympathisch. Die haben sogar für 20 Torba zum Beispiel, als ich jung war, so 25 gegen 30, wir feiern dich und so. Geiler Typ. Du bist immer zuverlässig, 24-7 da. Eine Sache bereue ich, dass ich nicht meine Jugend genutzt habe zu leben. Ich war nur im Block, im Knast. Keller, Block, Knast. Alles war so Batman-Aura, so grau. Ich hab nicht das Leben genossen. Stress, Probleme, Hackschützen, Knast, raus, weitermachen, Probleme, wieder nur Block, ganze Zeit Block. Was habe ich da gemacht? Ich denke mir gerade, was mache ich da? Was waren so deine Wünsche in der Jugend? Und Fußballer werden. Wo hast du gespielt? ETV, Heimsbüttler Sportverein. Jetzt habe ich Verbot da. Ich war richtig diszipliniert. Wie gesagt, wenn ich was mache, dann 100%. Nur der Knastaufenthalt hat das kaputt gemacht. Ich habe Fußball geliebt. Mein Lieblingsspieler war Ronaldo. Ich habe auch seinen Haarschnitt gehabt, diesen vorne. Der alte Ronaldo, nicht der neue. Genau, der alte Ronaldo, Brasilianer. Und ich habe Gas gegeben. Bruder, ich war Alsterlauf 29 Minuten. Ich war, wie viele Kilometer ist das? 7,6, stark. Keine Ahnung, wie viele Kilometer. Ich war schon eine Maschine. Was hatte ich zu verlieren, Bruder? Das war meine einzige Hoffnung. Ich dachte, damit werde ich jetzt reich. Bei dir merkt man wirklich so, dieser finanzielle Druck, so dieses ganze Leben lang arbeiten, hustlen, 24 Stunden unterwegs sein, bis in Grenzbereiche gehen, immer erreichbar sein. So, das ist dieser Schaden, den du durch diese Geldnot erlangt hast, leider. Was wolltest du mit dem Geld holen? Hattest du die Ziele gehabt von wegen, ey, ich will einfach nur quasi ein schönes Leben haben und meinen Kühlschrank füllen? Oder wolltest du dann auch diese Hamburger Filme haben, von wegen hier Ferrari, irgendwo Apartment an der Elbe und diese Sachen? Ganz ehrlich, ich wollte einfach für niemand arbeiten. Ich wollte kein Herr haben. Ich wollte mein eigener Herr sein. Ich hatte das habe ich ja erzählt vorhin, ich hatte die Schnauze voll und das Geld war zu wenig. Und ich hatte meine Pflichten und ich musste zu Hause Geld bringen. Ich hab's einfach in der Schule. Ich habe nicht an meine Träume gedacht. Hauptschulabschluss, 9. Klasse. Dann habe ich wiederholt, Haupt wieder gemacht, keine Ahnung, und dann habe ich aufgehört. Konntest du mittlerweile deine Träume leben und einfach so ein normales Leben so in Angriff nehmen? Sowas wie zum Beispiel Urlaub, Natur, Bruder, ich Sport, bin so zufrieden, Sachen. So was ich jetzt habe. Ich habe alles, was ich will, erreicht. Ich will nicht wow, wow, wow. Weil du siehst ja die Menschen, die wow, wow, wow sind, ganz, ganz oben, Bruder. Die sind nicht glücklich. Ja, das ist ein hartes Leben. Viele bringen sich um, die werden auf einmal schwul. Die haben alle Reize erlebt. Ich will nicht. Vielleicht gibt mir Gott nicht das Oberste. Vielleicht verliere ich mich dann. Verstehst du? Er will nicht, dass ich mich verliere. Er hat mir das gezeigt, er hat mir das Leben gezeigt. Er hat mich erzogen. Ich bin stolz drauf. Und ich lebe nach Prinzipien und Regeln und ich bin stolz, was ich habe. Ich bin für alles dankbar und man sagt, wenn man für alles dankbar ist, ich stehe jeden Morgen auf, ich danke erstmal. Reue und danken. Ich danke, dass ich ein Zuhause habe, Augen habe, Hände habe, Finger habe, Essen, Bett, Klamotten, gesunde Kinder, das ist mir das Wichtigste. Ja, seitdem ich Kinder habe, ist mir alles egal geworden. Ich lebe für die Kinder. Ich lebe für die Kinder, Bruder. Ich bin kein Shisha-Party-Typ. Vielleicht einmal im Jahr sitze ich da, trinke ich kurz Wasser. Sonst bin ich ein Heuchler, wenn ich jetzt lüge. Weil ich will ja auch mal raus, weißt du. Ich mache meinen Sport, meine Morgensroutine. Ich habe alles geplant, alles aufgeschrieben. Wie sieht deine Morgenroutine aus? Bruder, wann stehst du auf? Wenn ich das nicht schaffe, 5 Uhr morgens aufzustehen, ist mein ganzer Tag kaputt. Mein ganzer Tag kaputt. Dann leg mal los, 5 Uhr morgens aufstehen. 5 Uhr morgens aufstehen. Erstmal kalte Wasser Abdes machen, Gebetswaschung. Dann mache ich mein Gebet. Dann sage ich meine Sachen auf, Dankbarkeit, Dua. Reue, ich weiß nicht, ob man das sagen darf jetzt. Darfst du sagen, alles. Und dann packe ich schon mal meine Sportsachen ein, nehme ich meine Tabletten, esse, trinke morgens direkt Zitrone, Wasser, Glutamin rein, Salz und Zitrone, Honig,
Schwarzkümmelul, Dattel, diese Liste, Bruder, ich fühle mich... Komplett Liste, Bruder, aber ich will abnehmen, so. Genau, aber wenn ich das nehme, ich fühle mich, man sagt ja so, das ist Elektrolyse, ich weiß nicht jetzt. Bestimmt, ja. Pure Energie. Ja. Lauf zum Sport, ich fahre nicht, ich laufe zum Sport 15 Minuten, mache mein Fitness, trinke nebenbei meine BCA-Sachen, EA, Wasser, 1,5 Liter morgens schon, lauf zurück, geh duschen. Ich sag dir ehrlich, vielleicht glaubt man mir das nicht, ich lese Buch, ich gucke Vorträge. Was liest du? Ich lese, ich versuche, ist mein, ich, der schlaue Mensch, wenn er ein bisschen Verstand hat, bereitet er sich vor, für, auch für Jenseits, Bruder. Wir sind nicht blind, unsere Herzen sind blind, Bruder, unsere Augen sind blind, unsere Ohren sind blind. Ich bereite mich vor, ich brauche mich nicht schämen. Wenn du mich nicht magst, entfolge mir, interessiert mich nicht. Ich bin nicht perfekt, ich bin auch ein Heuchler, aber ich versuche mich wenigstens für das Jenseits vorzubereiten. Ich lese Koran, ich schaffe es nicht jeden Tag, aber ich versuche jeden Tag 10 Seiten zu lesen. Da, wo alle noch schlafen, ich liebe es morgens aufzustehen, weil das Wetter ist frisch. Alle ekligen Menschen schlafen noch, alle Teufel schlafen noch. Ich liebe diese frische Luft, das macht mich, das gibt mir Freude. Und seitdem ich diese Morgensroutine habe, geht es mir sehr gut, Bruder. Das Leben hat Sinn mit Herausforderungen und Disziplin. Das Leben ohne Regeln hat für mich keinen Sinn. Ich nehme immer den schwereren Weg. Ich mag den schweren Weg. Weil und wenn Gott mich nicht prüft, dann liebt er mich nicht. Aber ich liebe den schweren Weg, wo alle noch schlafen und ich gehe raus und scheiß auf Schlaf, 4-5 Stunden. Raus, lauf, kämpf für deine Ziele und Träume. Und dann komme ich nach Hause, bringe mein Kind zum Kindergarten, bereite sich vor, dann bin ich, dann interessiert das niemand, was ich mache. Chill ich mein Leben. Wie sieht deine Auslebung der Kunst aus im Laufe des Tages? Die Musik, hat sie auch einen Platz? Ich suche jeden Tag Beats. Ich suche immer YouTube-Beats. Ich schreibe mit keinem Beat-Producer, außer Grüße an Oso Beats. Und ich suche Beats und mache mir Ideen, mache mir Stichwörter. Ich denke an die damalige Zeit, was ich erlebt habe. Weil ich habe damals schon immer darüber gerappt. Jetzt denke ich an damals, was ich erlebt habe. Und man muss sich gut verkaufen. Ne? Wie gesagt, ich habe das Potenzial, ich habe die Stimme, das Aussehen vielleicht. Ich habe viel Geschichte und rap darüber. Viele mögen mich nicht. Viele stört meine Aura, viele stört meine Energie, viele stört meinen Charakter. Ich bin immer gut drauf. Wir leben einmal, Bruder, hier auf der Erde. Und ich gebe immer mein Bestes. Ich hasse schwache Menschen. Ich hasse Leute mit Depressionen. Steh auf und mach was aus deinem Leben, Bruder. Was bringt das? Du lebst einmal. Prüfungen sind da, um stärker zu werden. Was soll ich sagen? Wie sah deine Routine im Knast aus? Und hast du die Disziplin im Knast erlangt? Ja, wollte ich sagen. Weil das ist ja oft das Ding, dass Leute aus dem Knast rauskommen, danach voll so strukturiert sind. Die Putzkrankheit hatte ich vom Knast. Die Putzkrankheit habe ich vom Knast so. Sauberkeitsfamilie. So. Sauberkeitskrankheit habe ich vom Knast. Ich hatte so einen Ablauf immer. Morgens aufstehen, erstmal, da habe ich noch geraucht. Tabak stopfen, rauchen mit schönem Kaffee, aufräumen. Alles muss frisch riechen. Alles muss gerade liegen. Bettwäsche. Die Krankheit habe ich bis heute immer noch. Und vielleicht ist ja etwas Gutes. Ist ja was Gutes. Ist ja nichts Negatives. So. Ich feier schön das. Sauber, riecht gut. Ich übertreibe ein bisschen mit Sauberkeit, ne? Aber ja. Egal. Ich liebe es. Das ist etwas Sauberkeit Positives. Sauberkeit ist auch wichtig, ja. Aber hallo. Sehr, sehr. Würdest du sagen, dass du einen Haftschaden hast? Und wie macht sich so etwas bemerkbar? Was ist ein Haftschaden? Ich bin ein sehr emotionaler Mensch, sag ich dir ehrlich. Ich reagiere oft falsch, aber da ich sehr viel daraus gelernt habe und fast oft draufgegangen bin, sage ich mal so, und jetzt Kinder habe und Familie, achte ich, was ich drauf sage. Denn man sagt ja, wenn ein Mensch zu viel lacht, verhärtet sein Herz, oder wenn ein Mensch zu viel redet, macht er Fehler. Ich achte sehr oft auf meinen Charakter und meine Körpersprache und wie ich mich verkaufe, wie ich mich gebe. Ist mir sehr, sehr wichtig. Aber ich stehe immer für Gerechtigkeit. Ich bin ein sehr, sehr netter Mensch, ein herzlicher Mensch. Dank meinem Glaube. Wäre ich nicht gläubig, sage ich dir ehrlich, wäre ich ein richtig abgefuckter Mensch wie damals. Ne? Was bringt das noch, nett zu sein auf dieser Welt, denke ich mir. Du siehst ja, was abgeht. Bist du nett, nimm dich auseinander. Aber die wissen, bei mir gibt es ein Echo. Deswegen gibt es immer Respekt. Respekt ist A und O. Mit Respekt, und man sagt ja eigentlich, wenn man weiß, da kommt ein Echo, kannst du die Menschen ein bisschen kontrollieren, sagen wir so. Weil ich sterbe für meinen Ruf und meine Ehre. Hat dich dein Glaube zu einem besseren Menschen gemacht? Und wärst du ohne deinen Glauben
Ich sag dir ehrlich, hätte ich diese Probleme nicht im Leben, würde ich vielleicht nicht zu Gott finden. Ich war seit Kindheit schon, wegen meiner Mutter und so, habe ich beobachtet, von meinem Opa und so, wie die beten und so. Ich war interessiert daran. Ich habe schon früh alles aufgeschrieben und gebetet. Und sehr früh, wo ich Scheiße gebaut habe, ne, habe ich immer so viel gebetet. Ich dachte, oh mein Gott, ich habe Angst und so, ne. Dann habe ich das vernachlässigt ein bisschen nach der Zeit. Ne? Ich wurde immer dreckiger, mein Herz wurde schwarzer und schwarzer. Aber Haftschaden. Nee, Bruder, glaube ich nicht mehr. Mhm. Ich sage mal so, ich bin sehr reif geworden, sehr viel daraus gelernt. Und ich kenne meinen Fokus, meine Ziele, meine Träume. Hab eine Familie, Kinder, was soll ich sagen. Mhm. Ich weiß, wie ich mich zu verhalten habe. Hast du den deutschen Pass? Ja. Denkst du, wenn du nicht hättest, wärst du abgeschoben worden? Glaub schon. Von der ganzen Straftat? Glaube schon. Ich habe immer noch Bewährung. Wie lange hast du noch Bewährung? 4 Jahre. Krass. Okay. Ich habe ein paar Sachen noch scheiße gebaut jetzt, nach dem dritten Mal Knast. Aber Kleinigkeiten. Ich will einfach nicht verstehen manchmal. Ich glaube, ich habe einen Schaden. Ich mache einfach. Ich denke nicht nach. Das ist mein Schaden. Ja, das ist mein Fehler. Ich denke nicht nach. Ich kenne Freunde von mir oder Leute, denen die sich nicht mal trauen, 1 Gramm Dings anzufassen. Tasche. Zum Beispiel. Ich denke nicht nach. Ich denke, das ist der einzige Weg. Ich mache ihn einfach. Es gibt keinen anderen Weg. Ich mache ihn einfach. Das ist dumm von mir. Aber jetzt hat sich das alles verbessert. Ich lese viel, ich gucke sehr viele Vorträge, ich arbeite an mir. Weil der schwierigste Kampf, sagt man ja, ist gegen sich selber. Ja. Hat jeder Mensch. Ist egal, wie der Typ auf hart tut oder sein Charakter verstellt, damit Leute hinter ihm sind und Mafia-Boss oder Gangster-Boss. Jeder hat seine Probleme und Schwächen. Wir sind nur Menschen. Ja. Haut ist Haut, Mensch ist Mensch, Blut ist Blut, Knochen ist Knochen. Ne? Ich kann auch mich verstellen und der größte Arschloch sein. Ne? Deswegen, die Menschen, die nach außen sehr, sehr hart sind, sind eigentlich die sensibelsten. Genau, deswegen. Wo man ein bisschen kratzen muss und dann durchkommt. Deswegen, Bruder. Sag, das ist mein Ego, schiebt mir vielleicht im Weg, frage ich niemand nach Hilfe. Und nenne niemand Abi. Mein einziger Bodyguard und mein einziger Herr ist mein Gott. Weil er hat gesagt, nimm von keinem Menschen Schutz, nimm von keinem Menschen Hilfe. Ich habe alles für dich schon bestimmt. Und ich höre lieber auf, er hat doch alles erfunden, das steht da drinnen, dann höre ich lieber drauf. Ja. Und ich verstehe das nicht, wie Menschen Menschen als Schutz nehmen oder ihn groß sehen. Schreib du doch dein Schicksal, schreib doch deine Geschichte, Bruder. Das ist eine indirekte Beleidigung an. Was machst du da? Vielleicht stehen Menschen drauf, Sklave zu sein. Was machst du da? Was machst du da? Nur weil er Papiergeld hat, Bruder, bitte dich, Dadasch. Man darf sich niemals dem Geld unterwerfen. Das sowieso nicht. Das ist doch Papier, okay. Er ist seit Kindheit mit seinem Vater. Er hat einen Vater. Ich hatte nicht so einen Vater, aber er hat einen Vater. Der ihm alles gibt und der seinen Sohn gibt. Und er hat so einen abgefuckten Charakter und ist eingebildet. Was bringt dir das? Was machst du da? Ich bin immer ich, ob ich das Geld habe oder kein Geld habe. Und ich bin immer glücklich. Sogar wenn ich 1 Euro habe heute. Ich bin immer glücklich, ich mach das Beste draus, Bruder. Eine Zeit war mein Feuer verschwunden, sagt ehrlich. Das Wichtigste ist Feuer für mich. Feuer und besessen sein von seinen Zielen und Träumen. Wenn das weg ist, meiner Meinung, ich habe mich schlapp gefühlt, sage ich dir ehrlich. Wie ist das Feuer wieder angezündet worden? Durch Disziplin. Meiner Meinung nach dieses 5 Uhr morgens aufstehen, das, was du hast, lieben. Sagen wir mal so, wie Mike Tyson damals sagte, das, was du hast, musst du lieben. Und Muhammad Ali meinte, Training ist nicht schwer, der Weg zu Training ist schwer. Jetzt ist nicht Training alles, Sport, zum Beispiel du machst Sport und passt auf deine Ernährung auf und lebst diszipliniert, ist nicht alles. Leben nach Regeln ist meiner Meinung nach alles, nach Prinzipien. Wie jemand zu dir Hallo sagt, wie du dich gibst, wie du deine Reize kontrollierst. Meine Meinung ist Freiheit, Selbstkontrolle. Weißt du? Wenn man Selbstkontrolle hat, ist man unbesiegbar, unkontrollierbar. Und ich arbeite daran, Bruder. Seit Jahren. Natürlich, ich bin nicht perfekt. Ich bin auch ein Heuchler. Aber ich arbeite dran. Ich kämpfe dafür. Ich liebe Selbstkontrolle, Bruder. Da kommt zum Beispiel jetzt ein Mädchen und macht die Anzeichen. Lass mal. Mich kriegst du nicht kontrolliert. Oder das System will mich kontrollieren. Lass mal. 99% leben so, ich bin von den 1%.
Ich will anders sein als alle. Das habe ich schon früh bei mir gemerkt. Die haben gechillt, die haben gekifft, die haben Drogen genommen, während ich Geld mache. Ich war immer anders. Ich wollte immer anders sein, weil ich den Schmerz kannte von damals. Ich weiß, was Armut ist. Ich weiß, was Armut und ich weiß, was ich wollte. Ich wollte immer anders sein und ich kämpfe immer noch, um anders zu sein. Deswegen bin ich nicht in diesen Orten. Hast du Angst davor, arm zu werden? Und was hält dich davon ab? Nö, ich habe keine Angst, um arm zu werden. Okay. Das ist alles geschrieben. Wenn das so ist, dann werde ich lieber auf diese Erde bestraft. Ne? Alles, was auf mich zukommt, lieber werde ich jetzt bestraft, anstatt später. Mhm. Man sagt ja, der Intelligente zieht sich selber zur Rechenschaft. Mhm. War Musik eine Therapie für dich? In deiner Knastzeit, in deiner Jugend, in den letzten Jahren? Weil du hast gesagt, durch deine Musik bist du noch tiefer in die Scheiße geritten worden, weil du halt bekannt wurdest. Mhm. Aber war es dann auch ein Ventil für dich? Und was probierst du den Leuten mit deiner Musik mitzugeben? Ich liebe das einfach, vor der Kamera zu stehen. Sobald die Kamera angeht, werde ich ein anderer Mensch. Ich liebe Rappen eigentlich. Ich liebe Performen. Ich liebe Beats zu hören und drauf zu fantasieren, Texte zu schreiben. Ich liebe mich zu verkaufen. Das ist zu einer Sucht geworden und ich kämpfe dagegen aufzuhören, natürlich. Ich weiß ja, dass das falsch ist. Und ich leite auch sehr viele in die Irre. Vielleicht soll es nicht werden, wie gesagt, haben wir vorhin darüber geredet. Und aber ich feiere das auch. Das sind zwei Gesichter. Ja, das ist ein Struggle. Ich hasse Leute, die auf mehreren Hochzeiten tanzen, weil die Angst haben oder sonst was. Ich hasse das. Ich bin ich. Ich bin da, wo ich bin. Ganz wichtig. Immer straight in die Kamera. Genau. Gerade auch mal dieser Gedanke, den du hast, den haben viele Rapper. Nur die würden sich nicht trauen, den vor der Kamera zu äußern. Weil gerade dieses, ey, zwischen zwei Welten gefangen. Eigentlich ist das, was ich gerade tue, falsch. Aber ich mache mir etwas vor und ich sage es in der Öffentlichkeit nicht, damit ich nicht gecancelt werde. Aber so im Hinterkopf, so dieses, ey, eigentlich ist das gerade ein Fehler, was ich gerade tue. 100%. So, und ich trage den nach außen. Ja. Das macht das ganze Ding für mich sympathischer. Vielleicht ich check jetzt, wer du bist. Vielleicht mache ich auch einen Fehler. Bruder, in unserem ersten Telefonat schon. Ja. Du meintest so, ich bin vielleicht nicht bekannt, weil es nicht so sein soll. Und vielleicht ist das auch richtig so. Ist auch richtig so. Also ich weiß nicht das. Bekannt oder nicht so durchgekracht. Ich weiß, dass das richtig ist. Ich weiß, das ist der falsche Weg. Punkt aus. Aber das ist eine Droge für mich. Ja. Ich kämpfe dagegen aufzuhören. Ja. Drogen machen süchtig. Und Musik ist safe eine Droge. Safe. Schlimme Droge. Kannst du Auto fahren ohne Musik? Kannst du Sport machen ohne Musik? Ich höre Vorträge. Ich nutze meine Zeit. Meine Zeit ist mir sehr wichtig. Weil ich weiß, zu Hause sind die Kinder. Wenn ich morgens Routine habe, höre ich lieber meine Vorträge, weil ich will jeden Tag wachsen. Meine Zeit läuft, Bruder. Ich will nichts bereuen, wenn ich 50, 60 bin. Vielleicht sterbe ich morgen, Bruder. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist geschrieben, dass ich durch eine Kugel sterbe oder morgen sterbe. Oder ich habe mich wieder letzte Woche gegen drei Leute gehauen. Ich rede nicht. Meine Feinde sind sogar sicher vor mir. Ich rede ungerne. Ich dachte, 2024 fängt gut an. Schon wieder dreimal gehauen. Obwohl das nicht mal Ende Januar ist. Doch, ist schon Ende Januar. Meine Aura, wie gesagt, stört den. Guter Start ins Jahr 2024. Ja, ich nutze meine Zeit halt sinnvoll, weil ich weiß, was Zeit für mich bedeutet. Ich schreibe meine Zeit selber und ich weiß, es kann jederzeit sein, dass ich sterbe. Du siehst ja, was abgeht. Viele sterben. Jeden Tag sterben wie viele Leute? Klar. Ja, Bruder. 150.000, 200.000, weiß ich nicht. Und ich nutze meine Zeit. Unsere Zeit ist begrenzt. Man soll nicht seiner Sterblichkeit. Du kannst nicht vor dem Tod weglaufen, aber ich nutze meine Zeit. Ja. Ich habe viele Fehler gemacht. Das Traurigste, was ich in meinem Leben gemacht habe, dass ich für andere Menschen gelebt habe und meine Zeit vergeudet habe. Und ich bin sehr traurig, dass ich erst jetzt aufgewacht bin und die Sachen mache, die ich weiß, was richtig ist. Weil ein Mensch weiß, was falsch für ihn ist. Ich weiß, was falsch für mich ist. Und ich reg mich auf, wenn ich was Falsches mache. Mhm. Ich hasse es. Mein ganzer Tag ist versaut. Mhm. Wenn ich meine Reize nicht unter Kontrolle habe oder meinen Plan nicht nachgehe, dann drehe ich durch. Ich nutze meine Zeit, ich will wachsen. Ich will der sein, ich bin schon der ich sein will. Sag ich mal so. Aber ich will immer wachsen. Ich gehe sogar zweimal am Tag, zum Beispiel Sport. Ich mache sogar zweimal am Tag ein Buch auf. Ich gehe zweimal am Tag Vorträge hören. Wissen ist Macht, meiner Meinung. Aber ich bin nicht perfekt, Bruder. Ich habe Probleme. Der Teufel versucht jeden Tag, hat das Gott versprochen, mich in die Irre zu führen. Mein Nafs, meine innere Stimme, heißt Nafs, versucht mich in die Irre zu führen. Ich gegen mich selber versuche mich in die Irre zu führen. Ich kämpfe gegen mich selber, ich kämpfe gegen die Welt.
gegen das System, gegen den Teufel, gegen falsche Freunde, gegen... Alle sind gegen mich, Bruder. Das ist ein harter Kampf. Wenn man sich aber nicht verliert, ist man ein Mann. Es geht nicht um Stärke, Kämpfen und diese Machtspiele da draußen, was abläuft. Wahre Stärke und Männlichkeit ist meiner Meinung nach Selbstkontrolle. Wissen und Selbstkontrolle. Sehr schwer. Selbstkontrolle, sehr, sehr schwer. Sehr, sehr schwer. Hohe Disziplin. Sehr, sehr schwer. So der Mann im Spiegel. Sehr, sehr schwer. Kontrollier dich. Aber das schafft man eigentlich nur, wenn man gottesfürchtig ist, sagt man so. Ich wiederhole es nochmal, ich bin selber nicht perfekt, ich bin ein Heuchler, aber ich gebe mein Bestes. Seit wann hast du eigentlich mit der Musik angefangen? Was waren da so deine ersten Einflüsse, da wir bei TV Straßensound sind und natürlich viele Rap-Hörer zuschauen und sich auch für solche Sachen interessieren? Wie gesagt, ich war 15. Ich habe in der Schule schon Freestyles gemacht mit 14, 15. Hm. Ich habe Packs verkauft, ich dachte, ich bin cool. Wir haben mit Freestyle angefangen. So hat es angefangen, ich habe weitergemacht, Freestyle-Texte gelernt. Und da bin ich reingerutscht. Hat mir es gefallen. Es hat mir gefallen. Leute haben mich gefeiert. Und ich dachte, komm, ich mach das jetzt. Ich zieh das durch. Mhm. Dealer, Scheiße bauen und Rap. Hat mir gefallen. Also, wo ich klein war, ne? Beste Kombination, um in den Knast zu kommen. Beste Kombination, genau so. Direkt in den Knast. Kopf durch die Wand. Bekannt genau. Werden, Drogen verkaufen. Jeder kennt dein Gesicht. Mhm. Weil oft denkt man, so, das gucken gar nicht so viele. Und dann am Ende siehst du die Klicks im Internet, die Klicks bei Spotify. Keine Ahnung. Wenn 500.000 Menschen ein Interview gucken oder wenn 1 Million Menschen einen Song gehört haben, Bruder, das ist krass. Das ist Hype Hamburg. Ja. Und jeder, Opa, Oma, dies, das sozusagen, prozentual. Mein Fehler war, ich habe mich jetzt ausprobiert, wie du schon vorhin im Auto gesagt hast, wenn was gerade gut läuft, zieh das durch. Und mein Fehler war, ich habe mich, wo das gerade gut läuft, lief, habe ich mich ausprobiert. Ja. Digga, ich will nicht mehr schreien. Ich will nicht mehr diese Schiene. Aber wenn ich mich angucke, du bist die Straße. Du hast das erlebt, du bist die Straße, wenn man dich anguckt, Straße einfach. Yeah. Geh nicht diesen Weg, geh nicht diese Rap-Schiene, geh nicht diese Rap-Schiene. Ich hab's verkackt ein bisschen. Und dann kam ich noch rein, raus, rein, raus, rein, raus, rein, raus. Ich hab ein bisschen mit meinen Klicks gespielt. Jetzt heutzutage, jeder zweite ist Rapper. Mhm. Was soll ich dir sagen? Es ist, wie es ist, ne? Was willst du machen? Aber es geht weiter. Was waren so die ersten Leute, die du in der Hip-Hop-Musik gehört hast? Was war so der erste Rap-Song, an den du dich erinnern kannst? Reeperbahn Karim. Bester Mann, ja. Schöne Grüße auch. Bruder. An Karim. Ja, Mensch. Reeperbahn Karim, so Stadtteil-Raps. Mhm. Tupac. Mhm. Sonst französisch immer. Diese alten, ganz alten Lieder, Hip-Hop-französischen Lieder. Mhm. Ja. Die üblichen Verdächtigen. Genau. Buba. Paris, etc. Lafon, wie hieß er? Wir haben kurz Pause gemacht, waren kurz auf Toilette und wir waren gerade bei deiner Knastzeit und dass wir das zum Ende bringen. Mm. Und da hast du noch eine sehr, sehr wichtige Geschichte drin gehabt. Du hast gesagt, dass du vom Djinn befallen warst. Ich weiß Was war nicht. Das genau für ein Kontakt? Weil das sind so paranormale Sachen. Man kann nicht sagen Djinn, weil man sagt, man kann die Djinns nicht sehen. Das ist so bestimmt. Mhm. Ich weiß nicht, was das war. Dreimal hat es mich geholt. Ne? Licht war an in der Zelle und ich war wach. Hab gelegen und da kam eine schwarze Kreatur, ohne Gesicht, kann ich nicht sehen. Er hatte Anzug an, ganz schwarz. Ich weiß nicht, ob man darüber reden darf, weiß ich nicht. Gerne, natürlich. Er saß sich neben mir langsam und hat mich runtergedrückt. Sehr, sehr doll. Sehr, sehr schlimm. So, dass ich keine Luft bekomme. Ich bin wach, ich sehe es. Aber ich kann nichts machen. Kennst du diese Träume, du kannst nicht schlagen, wenn du kämpfst? Mhm. Und der kam dreimal. Und jedes Mal, ich habe seitdem nur mit Licht geschlafen. Du bist eingesperrt, 23 Stunden in Damte Urhaft, einer der schlimmsten Urhaft Deutschlands, einer. Und ich habe Knacks bekommen. Aber da ich mein Gebet auswendig konnte noch von damals, Gott sei Dank, habe ich das in Schnelllauf gemacht immer, gesagt schnell, El Fatiha, wo er mich festgehalten hat und dann hat er losgelassen, dann war er weg. Ich weiß nicht, was das war. Jeden, den ich frage, sagt, ich weiß es nicht. Ich habe ihn gesehen, Bruder, das war echt. Dreimal kam er. War ich so ein Sünder, dass er mich immer zu mir gekommen ist? Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Ich war schlimm, ja, aber... Welche Situation war das? War das am Tag? War das in der Nacht? Deutsche sagen was anderes dazu. Kennst du das, Rudi? Wie heißt das? Schlafparalyse oder so. Ja, klar. So. Ich weiß nicht, ob das ist. Ich weiß es nicht. Aber ich bin wach gewesen, ganz wach. Ich kann nichts machen.
Vielleicht. Waren auch andere Leute in deiner Nähe und haben das quasi erkennen können, wie du damit umgegangen bist? Nein, 23 Stunden bin ich eingesperrt. Du hörst nur die Heizung und die Leute, die vom Fenster reden. Ich war dreimal da in diesem Knast, U-Haftamtor, weil immer wenn du festgenommen wirst, kommst du erstmal dahin. Und damals war nicht so jetzt alles wie jetzt. Jetzt wurde ein bisschen umgebaut. Du hörst nur die Heizung, einen verfickten scheiß Spiegel, bist 23 Stunden eingesperrt, allein in deinem Raum und redest mit dir selber, gehst rum, versuchst die Zeit zu vergeuden. Scheiße, richtig scheiße. Redest mit dir selber die ganze Zeit und ganze Zeit Probleme, Gedanken und die geben dir so wenig Essen, weil das ist gesetzlich im Knast in Deutschland, dass man in U-Haftamtor, dass man mit einem Hungergefühl einschlafen muss. Man soll ja daraus lernen. Aber für mich eigentlich, sage ich mal ganz ehrlich, Menschen gewöhnen sich an alles, aber 23 Stunden ist echt zu viel, Bro. Alle sagen immer Deutschland, wie nennt man das? Internatknast. Und so. Bruder, geh du mal 23 Stunden in den Knast. Ein Jahr lang. Eigentlich halbes Jahr, dann kommt Gericht und so. Aber wenn es überfüllt ist, dann wieder ein bisschen länger. Und wenn man Revision geht, dann wieder länger. Und als ich Brief bekommen habe, ne, habe ich gesehen, oh, noch 6 Monate. Ich habe erst mal eine Stunde die Decke angeguckt und dachte mir, wie mache ich jetzt diese 6 Monate noch mal durch? Die haben so lange gedauert. Aber nach 2 Monaten kriegst du Fernseher. Langsam wird es besser. Essen, Einkauf. Die ersten Monate sind sehr hart, sehr, sehr schlimm. Aber du bist schon eingesperrt, ist hart. Knacks. Was war das für eine Zeit im Dammtor-Knast? Ist ja quasi vor deiner Haustür gewesen. Ich hatte eine scheiß Aussicht drinnen, so im Hof. Die anderen hatten meistens, nicht alle jetzt, ne? Aber die Glück hatten außen, die könnten mit draußen reden. Aber wenn man erwischt wird, wird man in ISO gebracht oder kriegt erstmal Ermahnung. Und irgendwann kriegt man Knacks. Oder irgendwann habe ich nachts Besen genommen. Gegen Tür gehauen. Bam, bam, bam. So doll. Alle haben mitrandaliert. Und man kennt sich alle. Man kennt sich von draußen. Urhaft ist überfüllt. Alles Kanaken. Auch Doktore, Digga, von denen man sich denkt. Auch Lehrer. Jeder ist kriminell, Bruder. Jeder hat was Kriminelles in sich, meiner Meinung nach. Und dann wurde ich in ISO gebracht und diese 6 Stunden in ISO ohne Stuhl, ne? Ich schwör's dir, Bruder, Pisse lag auf Boden. Ich weiß nicht, wie ich das überlebt habe, diese 6 Stunden da. Die ging nicht um. Kam mir vor wie 2 Tage. Du kannst mit niemand reden. Kein Fenster. Alles stinkt. Kein Bett. Ruhig. Boah, Digga. War eine harte Zeit. Wie bist du mit dieser... Jeder, der sagt, das war nichts für mich, ich höre das, ne? Ich höre das immer von draußen. Ach, lass mal, Dammtor. Alles Bluff, Bruder. Sogar der... Einer der größten Gangster, der in den Knast saß, Bruder, ne? Motherfucker hat gesagt, Bruder, ich wünsche das nicht mal meinen schlimmsten Feind. Hundertprozentig nicht. Jetzt weiß ich nicht mehr, wie das ist. Aber damals, die Zeit. Mhm. Bruder, was hatten wir da? Nichts. Du kannst, was willst du machen, 23 Stunden? Außer Fenster reden. Bockt auch nicht, was willst du jeden Tag reden, 23 Stunden? Da wächst man auf jeden Fall. Da wächst man als Mensch und kann sich selber reflektieren. Und ich war selber von mir enttäuscht. In schlechten Zeiten bete ich zu Gott und in guten Zeiten vernachlässige ich Gott. So sieht's aus. Und deswegen hat er mich auch vernachlässigt, deine Zeit. Deswegen habe ich mich geschämt und jetzt bin ich reifer geworden. Und ja, wie gesagt, darüber mehr geredet. Aber ich war ja sehr, sehr wild unterwegs, habe ich ja erzählt. Im Keller war mein ganzes Leben. Ich war wie eine Ratte. Jeden Tag im Keller. Zu Hause, Keller. Abpacken, weiter geht's, draußen Block, rumgehen, Observation, Paranoia, Krieg, Knast, rein, raus, wieder Keller. Und ich war in so einem Film, dass ich Waffen kaufen wollte einfach. Wollen andere Leute dir ein Geschäft wegnehmen und wie hast du das verteidigt? Da die Zeitung geschrieben hat, 80.000 Euro die Woche, wurde ich sehr oft observiert von Anzugleuten. Ich weiß nicht, wer die waren bis heute. Ich habe einmal so gemacht, wir waren 20 Leute, wir haben Waffen gezeigt, wir haben Ansage gemacht. Ich weiß nicht, wer die waren, ältere Leute. Weiß ich nicht. Und bist du sicher, dass die dich observiert haben oder hast du es eingebildet? Bro, die waren, du merkst das, wer neu in deiner Gegend ist, wenn Fenster unter ist und raucht, den kennst du nicht, dieses Gesicht kennst du nicht. Dieses Gesicht kennst du nicht. Du kennst jeden, in einem Hochhaus wohnen 1400 Leute, 14 Hochhäuser, du kennst aber jedes Gesicht. Seit 20 Jahren bist du da, du kennst jedes Gesicht. Jeder kennt dich, du kennst den. Die respektieren dich, du respektierst die. Ich bin der liebste Mensch, ich helfe jedem. Ich respektiere ihn, aber kein anderer Dealer kommt hier rein. Nur wir. War auch mal eine Sache, aber das ist privat ein bisschen. Und ich wurde sehr, sehr observiert.
Dann haben die, weil die Zeitung übertrieben hat, kam ein Bulle, der mich testen wollte. Der war 2 Meter groß. Richtig Ochse. Man sieht seine Beinmuskeln, Bruder. Das hört sich lustig an, aber Bruder, ich war jung. Ich gehe mit meinem Hund spazieren immer nachts. Hatte Schafe dabei. Und er hat genau auf mich gewartet. Er saß auf der Bank so. Hatte Jack Wolfs genannt. Genau wie ein Zivil angekleidet. Maschine. Eine deutsche Maschine. Richtig Athlet. Kam auf mich zu und will mir Bein stellen von hinten. Während ich am Telefon rede, so 3 Uhr morgens. Will mir Bein stellen und beleidigt mich einfach. Aber ich bin nicht dumm. Ich weiß, wenn ich jetzt Waffe rausziehe, ficken die mich. Wenn ich jetzt was mache. Er wollte sehen, wie ich reagiere, weil in Zeitung steht Grindel Boss. Bürgermeister des Gegend. Ich will seinen Charakter jetzt sehen. Ich weiß, er handelt emotional und ich war schon ein bisschen reif da und dachte mir, wenn ich jetzt falsch handle, töten die mich. Aber er hat gesagt, komm, kämpf gegen mich. Ich fick dich, komm, kämpf gegen mich. Und am Ende hat er sich verraten, wo ich gesagt habe, Digga, verpiss dich hier, wenn ich einmal anrufe, komm als alle auf Show. Weil er war am Telefon, er meint, wir kommen jetzt. Er hat das mitgehört, so, ne? Weil ich kann da nichts machen. Ich weiß, er ist Bulle. Ich will nichts falsch. Wäre das Kanacke, wäre was anderes. Hätte ich falsch gehandelt, weil ich hatte nichts dabei. Aber ich wusste 100%, das ist eine Falle. Und am Ende hat er auf meine Schulter gehauen, ne? Wo wir diskutiert haben. Er hat die ganze Zeit beleidigt, komm, trau dich und so. Hat auf meine Schulter gehauen und meinte, wir holen dich bald. Dann wusste ich. Ich gehe 3. Stock, Paranoia. Ich gucke die ganze Zeit. Ich war nicht mehr bei mir. Ich war nicht mehr bei mir. Dann musste ich diese Smart-Tricks machen, wie ich erzählt habe. Hatte Shotguns gekauft. Hatte 7,65er tschechische Waffe. Hatte 9 mm, 6 mm war das auch. Und haben immer im Keller geübt zu schießen. Ich weiß nicht warum. Das sieht man auch in meinen Videos. Ja, hab ich gesehen. Letztes Interview erzählt. Wir haben nur geschossen gegen Wand. Ich weiß nicht warum. Mich wurde gefragt, machst du das wegen deinen Feinden? Nein, wir haben einfach geübt zu schießen. Hat uns Spaß gebracht. Anstatt Fußball zu spielen draußen, haben wir lieber geschossen im Keller. Und die Leute fragen mich immer, warum kommst du neue Munition holen? Wo ist deine Munition? Ja. Wurdest du oft getestet? Und haben andere Leute dich herausgefordert? Sehr, beziehungsweise sehr. Wollten dein Business bzw. dein Geld haben? Ich bin nicht rausgegangen aus meiner Gegend, sag ich dir ehrlich. Gar nicht rausgegangen. Man hört immer nur von mir. Man hört. Man hört, er hat sich da geschlagen. Man hört, er hat da was gemacht. Man hört, er hat da was gemacht. Okay. Aber viele haben mich getestet, ja. Auch größere Leute. Wie sah das aus? Hast du anderen Leuten das Geschäft weggenommen in der Zeit? Auf gar keinen Fall, nein. Nein, ich war nur in meiner Gegend, hab mein Ding gemacht. Hatte 1600 Kunden. Hab mir das mit Schweiß und Blut aufgebaut, Knast raus, rein. Ich hab für meinen Hack gekämpft. Wenn ein anderer Dealer kam, musste er raus. Müssten wir irgendwas tun. Wenn einer kam und uns abziehen, müssten wir uns zeigen. Und ich war in irgendeinem Film, ich hatte Aggressionsprobleme. Und da mal Leute kamen, mich abzuziehen, ist mal passiert, so eine Bande. Ne? Das waren ältere Leute alles, 35 so, 30. Und da war ich wie alt? 2014 war das. Ja. Die wussten ja mein System, ne? Vom Keller, jemand hat es verpasst, weiß ich nicht. Klopfen 3-mal, ich mach auf. Aber wo ich aufmache, waren schon 5 ältere Männer, alle Ochsen auf Testo Anabol. Mit Kapuze, kam rein und ich wusste, okay, ich hatte meine Waffe nicht dabei, scheiße, es ist auch gerade 2, 3 Uhr morgens. Ich bin ja 24/7 erreichbar, außer ich gehe um 4 Uhr morgens schlafen, wach wieder 10 auf, weiter geht's. Und ich wusste, da läuft was schief, das ist eine Falle, aber da waren noch 3 andere Jungs. Dann kommen die rein in diesen Raum, sagen, wir wollen Kilos. Ich sage, ich habe keine Kilos hier. Obwohl ich, in jedem Keller hatte ich auch verteilt, weil wenn Polizei das hochnimmt, habe ich noch hier was, je nach... Hier was, wenn Leute kommen, Krieg, habe ich noch hier was, alles auf, alles System. Und die haben dann Waffe gezogen, an meinen Kopf gehalten, ne, durchgeladen und das war so ein Adrenalin-Flash. Ich habe die Kugel so langsam, das war so, kann ich nicht erklären. Wenn ich wieder sowas erzähle, sagen die wieder Paulaner Garten, keine Ahnung, interessiert mich nicht. Aber es war so, wie ich das erzähle, haben die am Hals gehalten. Ich war drinnen allein im Keller und meine Jungs waren draußen. Ich habe vor den Leuten aber, weil die so verkokst waren, ne, und die gesehen haben, ich reagiert gerade ganz anders, als die gedacht haben. Ich hau meinen Kopf gegen die Wand und sage, ich krieg gar nichts, tötet mich jetzt. Dachte er, scheiße, das ist der falsche Typ. Er lädt wieder nach, fliegt wieder Kugel auf Boden. Oder Hülse nennt man das, sorry. Yeah.
Ich hole Geld raus aus meiner Tasche, 2000 Euro, gib das meinen Kollegen. Die machen nichts. Ich hab die getestet. Mhm. Bruder, du hast nichts damit zu tun, geh. Du kannst nichts machen. Das wird für dich schief laufen. Ich will hier sterben. Geh. Und hat dich nur eine Box bisschen runtergeholt mit so 50 20 Torbas, 20er. Mhm. Alle verpackt. Und dann reißen die. Zu dritt. Ich denke mir, was ist das? Blamage, Bruder. Bitte nicht. Reißen. Und alles fällt auf den Boden und nehmen sich 3-4 Tüten und laufen weg. Mhm. Bitte dich, Bruder. Dann dachte ich mir, alles klar. Jetzt kommt ein Echo. Ich bin alleine hingegangen, Tür geklopft. 20 Leute stehen da. Ich halte meinen Finger an Dings. Wie nennt man das Augenteil? Ja, ein Türspion. Türspion. Die machen auf. Wer war das denn? So eine Bande. So ein Rockerclub. Die machen Tür auf. Da war ich jung, ist lange her, Bruder. Ne? Die sagen, Digga, warum hältst du deine Hand davor? Wir dachten, das sind andere Leute, andere Feinde. 20 Leute stehen da alle drauf. Ich sag, ich will mein Hack. Auch wenn es nur 60, 80 Euro gerade mitgenommen worden, ich will meine Ehre zurück. Die sagen, spinnst du, geh mal weg, Kleiner und so. Ich war jung. Wie alt warst du da? 2014. Wie alt warst du? Ja. Wo bist du geboren? 29 bin ich jetzt. 20. 20, ne? Ja. Ich habe gesagt, dann lasst mich kämpfen. Dann lasst mich kämpfen. Dann hat der eine, einer wollte gegen mich kämpfen, aber angeblich war Stau. Dann haben die mir den anderen geschickt und habe einfach gekämpft, eins gegen eins. Ist schief gegangen, aber ich habe wenigstens versucht. War ein harter Kampf. War geil. Und da habe ich gemerkt, geil. Oft geht's Schläge solchen, tun gar nicht weh. Ja, oft geht es bei solchen Kämpfen Schläge gar nicht tun. Darum, dass du gewinnst oder verlierst. Ja, wenigstens. Es geht nur darum, dass du im Mann. Moment der Mann stehst. Genau. Auch wenn wir 20 Leute im Gebüsch versteckt waren. Die sind zu dritt, viert gekommen, auch Waffe. Ich bin mit 2 Leuten hingegangen. Auch wenn wir alle verteilt waren im Gebüsch. Mhm. Das ist meine Gegend, die sind gekommen. Die sind gekommen. In meiner Gegend. Auch erstmal Eier. Ja, Ehrenmann. Und wir wollten kämpfen. Auch wenn der Typ älter als ich war, erfahrener Kampfsportler, mehr Kondition, mehr Power, größer als ich. Egal. Dreifache von mir. Ich kämpfe. Ich will meinen Hack. Die meinten, sein Blut koch, gib ihm seinen Hack. Egal, der meinte, er hat mich noch gewarnt. Es wird blutig. Hör auf damit. Nein, ich sag, ich will meinen Hack. Ich will meine Ehre zurückholen. Wenn ich sterbe, sterbe ich. Und da habe ich gekämpft, Bruder, ist schief gegangen, aber ich hatte ihn fast. Sogar seine Freunde meinten, im Knast habe ich die wieder gesehen. Du hattest ihn fast und so. Ja. Aber tut null weh. Deswegen sage ich mir mal, was? Warum haben die Leute Angst? Auf Adrenalin spürst du nichts. Sogar Stich, wenn ich bekomme, habe ich bekommen. Du spürst nichts. Im Krankenhaus komme ich wieder an, der Typ sagt, du schon wieder. Stark, ich sage, Bruder, nächstes Mal komme ich mit Stichwunden. Ich komme wieder. Er sagt, du schon wieder. Ich sage, nehm mich kurz. Ich komme wieder. Er sagt, ich sage, nächstes Mal komme ich mit Schusswunden. Bitte sei immer für mich da. Und so. Er lacht sich schlapp. Er sagt, bitte pass auf dich auf. Was ist, was passiert? Ich sage, kann ich nicht sagen. Und so. Es tut nicht weh, Bruder. Und wir können nicht vor dem Tod weglaufen. Wie gesagt. Und du hast ja nicht nur den Namen auf der Straße gemacht, sondern auch im Hip-Hop-Business. Mhm. Du hast ja beispielsweise damals schon ein Feature gehabt mit den 187ern, mit Jizzes. Wie kam es damals dazu? Ich habe eine EP rausgehauen, 2014, glaube ich, oder 15. Wie hieß die? Von Licht bis ans... Warte. Von Tiefe bis ans Licht, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr. Ist lange her. Ist so ein Bild, da stehe ich mit 3-4 Pitbulls. Von den Älteren habe ich die Pitbulls genommen. Und mein Kollege hatte Kontakt, damaliger Kollege hatte Kontakt mit Jizzes. Mhm. Und die haben ihn angeschrieben, und er meinte, ja, kein Problem, ist ins Tonstudio gekommen, korrekt, Ehrenmann. Wir haben ein Lied zusammen gemacht. Und so ist das entstanden. Stark auf jeden Fall. Ist geiles Lied geworden. Gute Klicks, gute Aufrufe. Was für weitere Features hast du am Start, die von Leuten, die man kennt? Jetzt gerade? So aktuell in deiner Karriere. Wie gesagt, Bruder, ich schreibe, ich habe niemand angeschrieben, ich frage niemand nach Hilfe, ich habe immer mein Ding gemacht. Die haben mich so gefeiert, immer alleine, Single. Haben Leute von anderen Labels dich angefragt in der Vergangenheit? Da war schon 2-3 Anfragen. Da? Ich konnte nicht aufhören. Warum nicht? Ich habe das Geld geliebt. Ich habe ja vorhin erzählt, ich kam nach Knast raus, nach 23 Stunden Zelle. Hab so gelitten drinne. Ich bin jung, komm raus und fange wieder nach 2 Wochen an zu dealen. Weil ich immer diese verfickten Handys kopiert hatte, die Kontakte 1600. Und dachte, da ist wieder das Geld. Komm, weiter geht's. Jetzt mache ich das schlauer. Da gab's nichts. Die Bullen hassten mich. Die mich immer festgenommen. Immer die gleichen haben mich festgenommen. Immer die 6, 7 gleichen. Maskiert. Ochsen.
direkt zugeschlagen. Einmal Max Brauer Allee, ich steige aus. Bam! Sechs Leute umzingeln mich. Immer Ellbogen oder Faust gegen Gesicht. Was war so die härteste Polizeistory, die du durchlebt hast? Diese fünf Mann Schlägerei in der Hallerstraße. Kannst du auch in Zeitung lesen, Staatsanwältin hat das gesagt. Da habe ich mich direkt gewehrt, aber bei den anderen Festnahmen konnte ich mich nicht wehren. Ich hatte oft immer Waffe dabei. Jedes Mal, wo die mich erwischt haben, hatte ich Waffe dabei. Das ist so das Problem. Und einmal ist mein damaliger Freund, als die Wohnung aufgekickt hatten und ich hatte viele Feinde, ist er zur Waffe gesprungen. Das war das Fehler. Das war ein sehr, sehr großer Fehler. Aber was sollen wir machen? Wir dachten, das sind die Feinde. Wir möchten deine ganzen Taten hier nicht glorifizieren, aber es sind Sachen, die passiert sind, die sind nicht nur erzählt worden, sondern wurden auch niedergeschrieben in den ganzen Zeitungen, die es hier gibt. Ist aber nicht alles wahr. Mopo, etc. Genau. Was probierst du den Jugendlichen mitzugeben, dass sie nicht diesen Weg gehen müssen? Weil 23 Stunden in der Zelle sitzen ist nichts Schönes. Irgendwelche Gedanken zu haben, dass ein Mann kommt, einen runterdrücken will, ist nichts Schönes. Meine Meinung ist, soll jeder das machen, was er will. Er fällt auf die Fresse und soll daraus lernen. Sogar ein Esel fällt nicht zweimal in den gleichen Loch. Ich bin wieder in ein Loch gefallen und wieder, bis ich gelernt habe. Das Leben ist einfach dafür da, um Fehler zu machen und daraus zu lernen. Aber ich kann jetzt nicht zu den Typen sagen, der jetzt gar nichts hat, der auch jetzt keine Schule gemacht hat, selber schuld, jeder ist für sein Leben verantwortlich. Du entscheidest, wie Menschen mit dir umgehen, du entscheidest, wie Menschen über dich denken, du entscheidest, dass Menschen dir schaden. Nur du bist selber dafür verantwortlich, wie dein Leben sein wird, ob du das schaffen wirst oder nicht. Dein Risk, dein Dings ist geschrieben. Aber du musst auch dafür 20.000 Wege, 20 Wege ausprobieren. Du musst dafür kämpfen. Ne? Du musst dein Potenzial irgendwo finden, dein Eigendesign. Man sagt ja, wenn man sein Eigendesign nicht findet im Leben, lebt man in Leid. Deswegen musst du dich ausprobieren. Zum Beispiel, ich habe mich jetzt 4, 5 andere Sachen ausprobiert. Ich hätte nie gedacht, dass ich halal Para verdiene. So gut. Dass man in Deutschland auch gut normal Geld verdienen kann. Und Gott macht das möglich. Er hat mich im Knast gebracht. Junge, lern draus. Du sollst nicht diesen Weg gehen. Und ich kann nur mitgeben, macht Fehler, lernt draus. Aber wer gläubig ist, wer an Gott glaubt und nicht blind ist, weiß, alles ist geschrieben. Und wir haben alle Angst vor der Grabstrafe. Ne? Alles ist niedergeschrieben. Kennst du die Geschichte mit dem Mann, der sein Esel mit dem Esel durch den Markt geht und sieht eine Toilette, wo möchte auf die Toilette und da sieht ein Mann, der da ist ein Mann. Und der Mann hat sein Esel nicht angebunden, geht in die Toilette und sagt, ich vertraue auf Gott, aber kommt raus und sein Esel ist weg von dem Mann, der davor stand, hat es verkauft. Aber das, was er verkauft hat, ne? Zum Beispiel hat 50 Euro bekommen. Aber der Typ, der aus der Toilette gekommen ist, wollte ihn auch 50 Euro geben. Sorry, er hat gesagt, pass auf meinen Esel auf. Sorry. Er hat gesagt, pass auf meinen Esel auf und wollte ihm 50 Euro geben. Das heißt, es ist bestimmt, wie viel du haben wirst. Er wollte dir auf sauber 50 Euro geben, aber du hast den kriminellen Weg genommen, um 50 Euro zu verkaufen. Hast du den verstanden? Habe ich falsch erklärt? Nein, habe ich. Okay, ich war durcheinander ein bisschen. Cool, aber du hast verstanden. Coole Story, ja, auf jeden Fall. Es ist geschrieben alles. Geh lieber den härteren Weg. Wir sind in Deutschland, es gibt 1000 Wege. Schalt deinen Kopf ein, nicht Kopf durch die Wand. Schalt deinen Kopf ein und du machst gutes Geld. Tanz nicht nach dem System richtig, aber man muss ein bisschen mitspielen. Welchen Weg möchtest du gehen in deiner Zukunft mit deiner Musik? Was hast du da geplant? Habe ich ja vorhin gesagt, eigentlich. Eigentlich aufhören, kämpfe ich dagegen, gegen mich selber. Aber wenn es klappt, klappt's. Aber trotzdem, wenn ich es schaffe, gibt es bei mir Grenzen. Wo sind da die Grenzen? Weiß ich auch nicht, Bruder. Ich kämpfe gegen mich selber, Bruder. 1, 2 Jahre. Ich weiß nicht, warum ich das noch mache. Wie gesagt, habe ich ja vorhin schon erzählt. Aber kommen wir zu diesem Thema zurück. Geht nicht diesen Weg. Du willst diesen... Manche kommen aus diesem Weg nicht mehr raus, Teufelskreis. Die verlieren sich in Drogen, die lenken sich ab. Die verlieren sich in Frauen, in deren Reize. Die kriegen Psychosen. Die sind schwach. Menschen sind schwach erschaffen. Und ich hatte Glück, dass ich so bin, wie ich bin. Dass ich einen Knacks bekommen habe und gesagt habe, Digga, das ist der richtige Weg. Viele kommen nicht raus. Ich sehe immer noch 40, 50-Jährige auf Partys. Bitte dich, Bruder. Tu noch krass mit Flaschen und so.
schäme mich erbärmlich. Aber nimmt nicht den kriminellen Weg. Studiert, macht was Ordentliches. Lasst diese Straßenscheiß. Das bringt nichts. Es ist doch sowieso geschrieben, wenn man gläubig ist, wie viel du haben wirst. Auf guten Weg oder auf schlechten Weg. Ich schäme mich bis heute. Ich habe natürlich innerlich noch Narben, ne? Und dagegen kämpfe ich. Und das habe ich nur von diesem Weg. Und ich bin selber dafür verantwortlich. Das ist so, wenn Gott einen Partner für dich geschrieben hat und gesagt hat, du darfst einmal lieben, ne? Und du verliebst dich öfters heimlich, aber dein Herz wird immer gebrochen. Irgendwann kannst du nicht mehr lieben. Du bist selber dafür verantwortlich. Dein Herz hast du kaputt gemacht. Fließen diese Sachen mit in deine Musik ein? Diese Thematiken? Noch nicht so. Ich rap immer noch auf Straße, Kopf durch die Wand. Immer noch von meiner Vergangenheit. Ich denke, wenn ich immer schreibe, denke ich. Aber das bist du ja. Ja, das ist der innerlich, der ich bin. Und immer wenn ich schreibe, denke ich, ich bin jetzt wieder im Block. Ich mache wieder diese Scheiße. Und ich fühle das. Ich feiere mich selber. Ich feiere die harte Schiene mehr, ja. Vielleicht kommt das heutzutage nicht mehr so gut an. Weil die Musikindustrie feiert irgendwie, glaube ich, nicht mehr so harte Musik, weiß ich nicht. Ist ein bisschen weich geworden, alles geht nur noch um Bitches, Alkohol, Frauen. Das ist das System. Wollen wir nicht darüber reden, ihr wisst ja, wie das ist. Damit können die Leute irreleiten. Ist ja alles Standard geworden durch der Musik. Sex, Fremdgehen, Drogen, Alkohol, ist alles so normalisiert worden, dass man denkt, ich kann ohne das nicht mehr leben. Und ich will nicht dazugehören. Ich rap auch nicht darüber, will ich nicht. Okay, über Drogen ja, über das, was ich gemacht habe, aber ist meine Vergangenheit. Ja. Aber du glorifizierst das nicht. Nee. Aber ich wünsche jedem, dass er sich selber findet, dass er sich ausprobiert, dass er sein Potenzial erkennt, seine Gaben erkennt, die Gott ihm gegeben hat, weil wir leben nicht umsonst hier. Gott hat uns eine Aufgabe gegeben, dein Potenzial einzusetzen für gute Dinge. Und Leute verschwenden deren Zeit. Was machst du da? Was machst du da mit deiner Zeit? Kiffst, lenkst dich ab, gehst da hin, hat keinen Sinn. Du chillst mit Leuten, die deine Frau, sorry, auch ausspannen würden. Ja. Die dich abfacken würden. Die, geh mal in den Knast und guck mal, wer für dich da ist. Oder sag mal, ruf mal jeden an, ich habe einen Umzug. Drei Stockwerke. Guck mal, wer für dich da ist. Aber das hat Gott extra so gemacht. Es gibt keinen Freund und Helfer außer Gott. Hat Gott extra so gemacht. Fall auf die Fresse, lern draus und lern aus der Lektion. Da weißt du, was Zeit bedeutet. Da weißt du, was Bereuen bedeutet. Disziplin. Und wie du an deine Ziele herankommst. Weil wenn ich aufschreibe, meine Träume und Ziele, dann schreibe ich erstmal auf, wie muss ich mich verhalten? Wie muss ich denken, da hinzukommen? Und ich wünsche, dass jeden Jugendlichen, der diszipliniert ist, der früher schlafen geht, aber früher aufsteht, vor der Arbeit zum Sport geht, seine Ernährung umstellt, das liebt, das macht mich glücklich, Bruder, nach Regeln zu leben. Der ein Mann ist, der nicht wie die anderen ist, jeden als Abi sieht, Schutz oder Angst hat, der nach Gesetzen Gottes lebt, so. Sowas, deswegen respektiere ich Islam, Bruder. Viele sind sehr erfolgreich. Warum? Weil die nach Regeln leben und ihre Reize unter Kontrolle haben. Du siehst deren Nuren-Gesicht, deren Ausstrahlung, Männlichkeit. So. Viele sind auch Heuchler natürlich. Ne? Nicht alle sind richtig. Hat jeder. Gibt's überall. Ja. Genau. Aber die Welt ist kaputt, sage ich dir ehrlich. Ich gehe raus, ich kann nicht mal normal rausgehen mehr richtig. Ich gehe einkaufen, ich werde beschimpft. Okay, ich sehe Kanake aus, ne? Ist sehr schlimm geworden. Die Leute sind sehr unzufrieden in Deutschland. Sehr, sehr schlimm unzufrieden. Ich gehe nur einkaufen mit meinen Kindern. Dreckskanack. Was soll das? Das ist eine alte Frau, hör doch auf damit. Ich gehe dahin, du spinnst doch. Oder ich fahre mit dem Boltroller zum Beispiel. Mhm. Ne? Die geht nicht aus dem Weg. Die will mich rammen, sodass ich fall. Alle in deren Gesichtern erkennst du deren Herz. Wenn du nicht glücklich bist, dann versuch doch eine Lösung zu finden. Für alles gibt es eine Lösung. Mhm. Versuch, Bibel aufzumachen, lese es. Wenn dich nicht glücklich macht, dann liest Koran. Such was. Du siehst doch Mond, du siehst doch Himmel, du siehst doch Erde, du siehst doch Menschen. Sei doch nicht blind. Oder nicht, Bruder? Du siehst doch die Lösung. Du musst doch eine Lösung finden, um glücklich zu sein. Ja, und du musst so Warum hat Mike Tyson geschafft? Weil er verrückt ist. Er hat einen verrückten Mind. Ich stehe morgens auf und rede mit mir selber im Spiegel. Du siehst heute geil aus, du bist der Beste.
Bruder, hört sich lustig an. Man denkt, Digga, ist er behindert. Aber ich meditiere auch. Wir sind irgendwann ab 25 fängt ein Alter an, wo man selber gegen sich richtig kämpft. Wo du realisierst, Digga, es kann jederzeit vorbei sein. Was macht mich glücklich? Such danach. Such danach, was dich glücklich macht. Und mich macht Disziplin und der Glaube glücklich. Ich sehe, alle sind kaputt. Die ganze Menschheit ist am Arsch. Was passiert? Frauen, Katastrophe. Wertlos, schlimmer als der Cent. Nicht alle Frauen, natürlich. Da, wo man sich falsch aufhält, da sind auch falsche Frauen. Aber du siehst, nur weil die haben alle ihr Leben. Wenn du Geld hast, bist du was. Was ist das? Die leben alle materiell. Ja. Ich rede mit einer Frau zum Beispiel. Digga, Alter, mal. Ich denke, Digga, ich hau jetzt ab. Gar keinen Bock. Du kannst nicht mehr mit den Menschen reden. Deswegen bin ich mit niemand. Fast mit niemand. Man hat seinen Kreis, ne, seinen Kreis. Ich habe gemerkt, wenn ich da chille, ich werde dümmer. Wenn ich da chille, ich werde dümmer. Ich verliere mich, weil man sagt, wenn man mit 5 Dealern chillt, wird man der 6. Ja. Wenn man mit 5 Zuhältern chillt, wird man der 6. Obwohl ich Zuhältern hasse. Interessiert mich nicht. Ne? Man soll aufpassen, wer deine Freunde sind. Man soll was aus seinem Leben machen. Fokussiere dich. Jeder wird dich abfacken. Du hast niemanden, du hast nur dich selber. Du stirbst alleine, du lebst alleine. Mach das Beste draus, meine Meinung. Mhm. Alle werden dich vergessen. Kennst du noch einen vor 150 Jahren? Diese 6 Milliarden Menschen, kennst du noch einen? Paar Namen. Wer interessiert sich für dich? Mach das Beste draus. Leb dein Leben. Der eine ruft mich an, der redet über mich. Der eine ruft mich an. Ich habe Probleme. Der eine, Digga, nervt mich nicht. Du bist schwach erschaffen, aber kämpf dagegen. Mach was. Ich kämpfe auch. Ich kämpfe auch. Ich stehe auch auf und kämpfe und sag, halt deine Fresse. Ich bin selber streng zu mir selber. Das habe ich erst spät entdeckt. Streng zu sich selber zu sein. Das habe ich später entdeckt. Wichtig. Sehr, sehr streng zu sich selber zu sein. Nein zu sagen. Wann hast du dich das letzte Mal gebremst und war streng zu dir selber? Bin ich immer noch. Ich meine, so, wann war so die letzte konkrete Situation, wo etwas passiert ist? Ich verliere mich, das ist normal. Jedes halbes Jahr verliere ich mich einmal. Und dann bin ich wieder eine Woche raus und ich fühle mich gar nicht gut. Ich bin nicht mehr ich. Das macht mich nicht glücklich. Meine Zeit läuft, was machst du da, Junge? Jeden Tag kommst du näher an den Tod. Deine Ziele, Träume warten auf dich. Mach was, beweg deinen Arsch. Was machst du da? Halt dich an die Regeln. Ich will anders als alle sein. Die anderen holen sich einen runter. Ey, ich hole mir jetzt ein Jahr keinen runter. Ich will das Gegenteil sein. Was macht mich erfolgreich? Doppelt schneller sein als alle anderen. Okay, die gehen einmal am Tag Sport, ich gehe zweimal am Tag Sport. Die lesen einmal in der Woche ein Buch, ich lese jeden Tag ein Buch zum Beispiel. Und so kann man erfolgreich werden. Das Unmögliche möglich machen. Fantasie hat keine Grenzen, Verstand hat Grenzen. Ja, wichtig auf jeden Fall. Aber wichtig auch für die Jugendlichen. Lieb Probleme. Stell deine Sicht um, meiner Meinung nach. Lieb Probleme. Lieb Schmerz, denn das ist das Einzige, was dich zum Wachsen bringt. Geh nicht kaputt. Egal, wie schlimm das ist. Nicht kaputt gehen. Sehr, sehr wichtig. Amo, was sind deine letzten Worte an deine Hörer, Fans, Supporter? Was hast du den Leuten zu sagen, die dich gerne anschauen, die deine Musik gerne hören, die dich auf Social Media verfolgen? Hört mich nicht. Nein, Spaß. Findet Frieden. Frieden ist A und O. Geld ist nicht alles. Findet Frieden. Ich habe gemerkt, Frieden ist A und O und Gesundheit. Schätzt eure Gesundheit, seid sehr, sehr, sehr dankbar. Macht was aus eurem Leben und genießt euer Leben. Akzeptiert das Leben. Es ist ein Kriegsort. Lasst diese Frieden findest du nur im Herzen durch dein Glaube. Aber lasst diese, denk nicht, dass es Frieden gibt. Es ist ein Kriegsort. Die Menschen, die in der Hölle sind, sind gerade hier. Ne? Akzeptiert das Leben, wie das ist. Wisse, dass Schmerz Wachstum ist. Wisse, dass Disziplin dich erfolgreich machen kann. Wisse, dass Anderssein dich erfolgreich machen kann. Wisse, dass durch Regeln, Leben und Prinzipien dich erfolgreich machen kann. Nur so kommst du an dein Ziel. Und lerne durch deinen Fehlern, fall nicht zweimal in den gleichen Loch. Ein Mann fällt nicht zweimal in den gleichen Loch. Und sehe niemals jemand höher als dich selber. Du bist Haut, Haut, Mensch, Mensch, Knochen, Knochen, alles ist gleich. Lerne von anderen. Aus deren Fehlern, das ist schlauer. Und Selbstkontrolle ist Freiheit, meine Meinung. Und halt dich fern von schlechten Kreisen,
von negativen Menschen. Sehr, sehr oft gemerkt bei mir. Wenn er Depression hatte, hat es mich angesteckt. Depression Menschen, negative Menschen, Menschen ohne Energie, gehen meiner Meinung nach, stecken die alle an, meiner Meinung nach. Halt dich fern, helf Leute wegen deinen guten Taten, nur wegen Jenseits, ne? Aber halt dich fern, meiner Meinung. Versuch zu helfen natürlich, aber gib den Tipps. Ich liebe Gerechtigkeit, Bruder, ich liebe einfach, ja, ich liebe Gerechtigkeit. Du siehst die Leute alle kaputt, Bruder, lass, was soll ich dir sagen, Bruder? Amo, ich danke dir auf jeden Fall für das Interview. Ich danke dir, Damut, dass du hergekommen bist. War auf jeden Fall ein sehr, sehr starker Deep Talk. Hab mich ebenfalls gefreut. Dann danke dir, Bruder. Bis bald auf jeden Fall. Hab mich gefreut. Amo Lamara, TV Straßensound, live aus Hamburg. Ich küsse eure Herzen, passt auf euch auf. Und immer Fokus nicht verlieren. Ich küsse eure Herzen. So sieht's aus. TV Straßensound, heute aus Hamburg. Abonniert unseren Kanal, wir sind raus. Ciao. Meine lieben Freunde, wenn ihr mal Hunger habt und nicht zu solchen Süßigkeiten greifen wollt und eine gesunde Alternative euch zuführen wollt, schnappt euch einfach mal eine wundervolle Dattel. Dies ist eine Medjool-Dattel von datteldealer.de, unser neuer Sponsor von TV Straßensound. Mit dem Gutscheincode TV15 bekommt ihr 15% Rabatt. Und jetzt, ich brauche auf jeden Fall Energie für dieses Interview. Genau. Ich auch, oder ich gebe mir auch eine, ja? Oh, das schmeckt wirklich gut. Kann was, ne? Medjool, beste. Sehr lecker.